Herzlich willkommen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hier in der schönen Aula. Ich begrüße Sie im Namen der GEW Hochschulgruppe, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Wir haben diese Veranstaltung Quo Vadis 2.0 genannt, deshalb, weil wir vor etwa 3 Jahren hier schon einmal eine Veranstaltung gemacht hatten zum Thema Lehramtsausbildung. Damals diskutierten die Minister Tüllner, Professor Willingmann, Eva Gerd, die heute auch mit auf dem Podium sitzt, Professor Dr. Thomas Bremer und Nico Elster und Christine Engel, Studentin im Lehramt. Anlass war damals die besorgniserregende Situation in der Lehramtsausbildung. Es fehlten zunehmend Lehrer im Lande, aber vor allem auch Absolventen. Das Land hatte damals eine Expertenkommission einberufen, die Empfehlung für einen Ausbau der Lehramtsausbildung gab. Die Universität hatte sich unter anderem verpflichtet, die Absolventenquoten zu erhöhen. Es sind 3 Jahre vergangen und man hat nicht den Eindruck, dass sich die Situation verbessert hat. Im Gegenteil, Corona verschärft die Bedingungen enorm. Lehrer müssen im Wechselunterricht arbeiten, Präsenz- und Online-Unterricht gewährleisten. Sie müssen Corona-Schnelltests und diverse Hygienemaßnahmen umsetzen. Sie müssen sich um verzweifelte Kinder und Eltern kümmern und mit den Tücken der Technik kämpfen. Die IT-Ausstattung der Schulen ist immer noch nicht da, wo sie sein sollte, ganz zu schweigen von der Ausstattung der Schüler. Lehrer fallen selbst durch Quarantäne oder auch durch Erkrankung aus. All das kostet zusätzliche Arbeitszeit und Kraft, von der Qualität des Unterrichts ganz zu schweigen. Ähnliches lässt sich von der Situation an der Universität sagen. Studierende und Lehrenden geht es nicht viel besser. Gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied, unsere IT-Ausstattung ist besser, dadurch, dass wir ein eigenes Rechenzentrum haben. In wenigen Wochen sind Landtagswahlen. Aus unserer Sicht eine gute Zeit oder vielleicht auch allerhöchste Zeit, um von den Parteien zu hören, wie sich die Lösung des Dilemmas vorstellen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat dazu ein Arbeitspapier erstellt mit Vorschlägen, das die Grundlage der heutigen Diskussion sein sollte und soll. Uns interessiert, wie Parteien und die beiden Universitäten, an denen das Lehrerstudium stattfindet, dazu stehen, aber vor allem, wie die Probleme angegangen und gelöst werden sollten. Ich danke allen Gästen, die heute hier dazugekommen sind, bedanke mich bei der Universität für die Möglichkeit, die Veranstaltung hier durchzuführen, allen Teilnehmern. Im Einzelnen wird Herr Kochale, der die Moderation übernimmt, Sie jetzt noch vorstellen. Ich wünsche uns allen eine gute Veranstaltung und übergebe an Herrn Kochale. Dankeschön, Berthold Marquardt. Er ist der Sprecher der GEW Hochschulgruppe hier in Halle. Auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Runde, die, es sieht auf den ersten Blick gar nicht so aus, aber doch sehr groß ist. Die Technik macht's ja möglich. Wie das genau läuft, das werde ich gleich noch mal ein bisschen erzählen. Wir haben praktisch, um da anzuknüpfen, die Corona-Situation in den Schulen auch hier so eine Art Wechselunterricht eingerichtet. Also wir sehen praktisch das Klassenzimmer hier, wenn man das so sagen kann. Die Runde werde ich gleich so ein bisschen vorstellen. Nur bei Professor Strackeljahn bin ich mir nicht so richtig sicher, ob Sie jetzt schon im Klassenzimmer sind oder noch im Homeschooling. Wie fühlen Sie sich da aus Magdeburg live zugeschaltet? Ich habe zum Glück im vergangenen Jahr oder wir unsere letzte durch das Abitur gebracht, sodass wir das Homeschooling eigentlich eher aus Erzählungen im Kolleginnen- und Kollegenkreis mitbekommen. Bin ich auch ganz dankbar. Damals haben wir gedacht, das ist Ihr Corona-Abi und dann ist es alles noch viel schlimmer gekommen im letzten Jahr. Also habe ich eher Hörensagen als konkrete eigene Erlebnisse. Ja. Dankeschön, Professor Jens Strackeljahn, der Rektor der Universität in Magdeburg, der Otto-von-Guericke-Universität. Sie gehören praktisch hier ins Klassenzimmer, zu uns hier ins Podium, weil Sie zu denen gehören, die letztlich die Lehrerausbildung in Sachsen-Anhalt organisieren, gestalten und dafür sorgen sollen, dass wir auch in den nächsten Jahren A, genug Lehrer haben, in welchen Unterrichtsformen auch immer, und B, auch motivierte Lehrer haben. Und deshalb bin ich gleich mal in der Runde, freue mich, dass wir die Aula der Martin-Luther-Universität hier nutzen können mit Professor Dr. Christian Tietje, dem Rektor der MLU Halle-Wittenberg, herzlich willkommen. Ihm zur Seite ist Professor Dr. Michael Ritter. Er ist Professor für Grundschuldidaktik hier an der MLU Halle-Wittenberg. Insbesondere der Deutschaspekt beschäftigt ihn. Und die Dame uns in der Runde, herzlich willkommen, Eva Gerd, schon angesprochen, die Vorsitzende der GEW Sachsen-Anhalt. Das ist praktisch unsere Runde heute hier vorn.
Meine Damen und Herren, Sie haben die Möglichkeit, das alles über den YouTube-Kanal der MLU zu verfolgen. Das ist ein Livestream. Ungefähr 2 Stunden haben wir uns Zeit genommen, um hier die wichtigsten Dinge hoffentlich besprechen zu können und vielleicht auch ein Konzept aufzeigen zu können, wie das in Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren weitergehen kann. Wir zeichnen diese Veranstaltung auch auf. Die ist dann also im Netz auch abrufbar. Und wir haben uns in der Vorbereitung dieser Veranstaltung viele Gedanken gemacht und hatten uns auch sofort festgelegt, dass wir die, die es angeht, also die ein Lehrerstudium aufnehmen, die schon mittendrin sind, die im Vorbereitungsdienst sind, die Lehrer sind, hiermit einzubeziehen. Das ist in so großer Runde, auch wenn es die digitale Technik möglich macht, ein bisschen schwierig. Aber wir haben sehr viele Fragen gesammelt, die sind über Mail gekommen, über Instagram, über Facebook, und wir versuchen, das alles auch einzubetten und einzuordnen hier in diese Runde. Und die wird nicht nur hier vorne stattfinden, sondern wir versuchen auch, die politischen Sichten hier in Sachsen-Anhalt immer wieder reinzuholen und auch die Strategie, es ist angesprochen worden, 4 Wochen vor der Landtagswahl ein bisschen zu beleuchten. Was haben wir zu erwarten von den wichtigsten, von den größten Parteien in Sachsen-Anhalt, die zum Teil in Regierungsverantwortung jetzt schon sind, die das über Jahre sind, die mindestens im Parlament sind oder auf dem Sprung möglicherweise zurück ins Parlament. Und deshalb, meine Damen und Herren, freue ich mich, dass wir Spitzenpolitiker, Fachpolitiker der wichtigsten angesprochenen Parteien hier versammeln können und versuche zunächst einmal eine kleine Runde durch die politische Landschaft zu gestalten. Wir sind bei der CDU, wir sind bei der SPD, bei den Grünen, wir kümmern uns um die Linkspartei und die FDP ist auch dabei. Frau Gerz, Sie sind Veranstalter dieser Veranstaltung. Hier fehlt die AfD in dieser Runde. Es gibt dafür aber auch Gründe. Können Sie die mal kurz darlegen? Ja, die GEW ist als Veranstalter natürlich auch mit dafür verantwortlich, wer hier eingeladen wird. Und wir arbeiten natürlich mit allen demokratischen Parteien zusammen. Das gehört zur Gewerkschaftsarbeit dazu, wie eben alles andere auch, wie Streiks oder auch Kundgebungen. Aber wenn ich mir unsere Satzung angucke als GEW, dann passt das, was die AfD sagt und tut, nicht zu unserer Satzung. Wir setzen uns zum Beispiel ein als GEW für die interkulturelle Öffnung von Bildungseinrichtungen, von Schulen, von Hochschulen. Wir setzen uns ein für die Geschlechterdemokratie und wir sind gegen Diskriminierung jeglicher Art. Da passt das alles nicht rein und deswegen ist die AfD heute nicht dabei. Und vielleicht kann ich auch noch ein persönliches Erlebnis sagen. Wir waren vor 3 Jahren, 2018, im Landtag mit der damaligen Volksinitiative und haben dort mit 100.000 Unterschriften im Hintergrund in einer Landtagssitzung sprechen dürfen als Bündnis. Und wenn man dort gesprochen hat, die Parteien sich dazu äußern und wir aber am Ende von der AfD hören, dass leider 100.000 Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auf diese linksversifften unter anderem Gewerkschaften GEW reingefallen sind, dann ist das für mich ein Punkt, wo ich sage, mit diesen Menschen möchte ich nicht gerne zusammenarbeiten. Das ist das Vorrecht des Veranstalters und hinzu kommt, das wissen Sie genauso, die AfD ist auch ein Verdachtsfall beim Verfassungsschutz. Also hätten wir das auch geklärt und deshalb beginnen wir unsere Rundreise mit den angesprochenen Parteien. Unser Plan ist folgender. Wir werden im Laufe der Diskussion viele Schwerpunkte, die sich um die Lehrerausbildung in Sachsen-Anhalt ranken, aufrufen, versuchen das auch konkret mit Plänen dann zu untersetzen und möchten aber Ihnen zunächst einmal die Gelegenheit geben, als politische Gestalter Ihre wesentlichen Züge für die Lehrerausbildung, für die Bildung generell an den Schulen in Sachsen-Anhalt darzustellen. Sie haben alle Ihre Wahlprogramme aufgestellt, Sie haben sie verabschiedet und ich werde nach und nach Gelegenheit haben, Sie auch ein bisschen näher vorzustellen. Und ich darf die Runde eröffnen mit dem Minister, der aktuell für die Bildungspolitik in Sachsen-Anhalt zuständig ist, mit Marco Tullner von der CDU. Herr Tullner, herzlich willkommen in dieser Runde. Wo sitzen Sie gerade? Im Büro? Bei Ihnen zu Hause? Wo ist das? Im Büro. Nettes Büro. Und vermutlich haben Sie das Wahlprogramm vor sich zu liegen. Erzählen Sie uns, wie stellen Sie sich das vor mit der Lehrerausbildung und der Schulsituation in Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren? Kurze Nachfrage, wie viel Zeit sollen wir uns ungefähr geben? 2 Minuten etwa. Wir sind nicht auf die Sekunde genau, aber vielleicht nicht eine Viertelstunde. Nein, ich versuche es auch ein bisschen in kurzen, prägnanten Thesen zu formulieren. Also erstens, ich glaube, dass wir in Zeiten des Lehrermangels vor allen Dingen in die Kapazitätserweiterung gehen müssen, hat die vergangene Wahlperiode eigentlich schon die davor gezeigt. Wir haben ja dann die Studienplätze sukzessive hochgefahren von unter 500 bis jetzt 1200 und eigentlich noch ein bisschen mehr, weil die reine Mengen
Logik an der Stelle, glaube ich, nicht hilft, weil wir ja vor allen Dingen schulformbezogen und Fachlichkeit in den Blick nehmen müssen. Da hat ja, gibt es auch einen Bericht der Expertengrundlage, der sozusagen, glaube ich, fortgeschrieben wird und auch für uns alle eine akzeptierte Grundlage ist. Aus Sicht der CDU, für die ich jetzt ja vor allen Dingen eingeladen bin, wenn ich es jetzt verstanden habe, will ich aber mal auf zwei Punkte raus, die mich umtreiben. Es ist die Kette von dem Bildungsbereich bis hin zu den Ausbildungskapazitäten ist eine sehr, sehr lange und durch sehr viele fragmentierte Entscheidungsstrukturen geprägt. Ich wünsche mir, und das ist auch Teil des Programms, dass hier der Bildungsbereich einen stärkeren, nicht Durchgriff, das klingt jetzt so militärisch, aber eine stärkere, engere Bedarfsanmeldung nicht nur anmelden darf, sondern die sich auch am Ende widerspiegelt in Kapazitäten. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich, Herr Tietje wird das kennen. Das ist das Beispiel Chemielehrer. Wir brauchen dringend MINT-Fächer in also Lehrer in den MINT-Berufen, MINT-Fächern in Sachsen-Anhalt und scheitern an Dingen wie in dem Fall waren es jetzt Laborkapazitäten, weil da was gebaut wurde. Wir hatten angeboten, dass wir sogar einen Bus stellen, der dann nach Merseburg in die leerstehenden Labore fährt. Es war am Ende nicht möglich, das hinzubekommen, aus ganz verschiedenen Gründen. An dem Beispiel will ich mal deutlich machen, dass wir hier einfach eine stärkere Bedarfsanmeldung und auch eine stärkere Erfüllung des Bedarfs haben. Das ist aber im Kern eine Frage, die sich in den nächsten Jahren abarbeiten lässt. Und ich glaube, da sind wir auch durchaus in guten Gesprächen. Der zweite Punkt, der mich aber noch ein bisschen mehr umtreibt, ist, aus der Kultusministerkonferenz haben wir sehr eng und sehr inhaltlich jetzt immer wieder mit Fragen beschäftigt, wie steht es denn um die Lehrerbildung in Deutschland allgemein? Schweinezyklus, Länderegoismen, Bedarfsfokus nur auf das eigene Land gerichtet. Und sind jetzt gerade dabei, dass der Bund uns dabei hilft, ja nationale Zentren für Lehrerbildung ein Stück weit unter die Arme zu greifen, wiewohl der Bund ja in vielen Bereichen uns da ja schon auch gut geholfen hat. Und diese Debatte, die würde ich ganz gern an der Stelle auch in Sachsen-Anhalt fokussierter führen. Wir haben mit Leipzig eine sehr fokussierte Ausbildung in Sachsen auch. Und es muss doch nochmal möglich sein, dass wir an der Stelle jetzt nicht nur Bedarfe in Sachsen-Anhalt abbilden, dann immer Angst haben, der eine Referendar wandert ab oder kommt zu uns oder wie auch immer. Hier muss eine nationale Perspektive, damit wir weg von diesen Schweinezyklusen kommen. Das alles ist am Ende das Konstrukt und auch auf sich zugegebenermaßen ein provokantes Schlagwort pädagogische Hochschule gefallen, in der ich genau diese beiden Bereiche, damit komme ich zum Schluss, bündeln. Auf der einen Seite, wie kann ich den Bedarf, den ich habe, auch in der Ausbildung und in den Fachlichkeiten und Schulformspezifikkeiten wirklich so organisieren, dass ich davon auch einen Mehrwert habe und die Lehrer auch bekomme, die ich fachlich brauche. Und der zweite Punkt ist, wie schaffen wir es sozusagen im MINT-Bereich zum Beispiel als großes Thema. Köller sagt das ja immer, der Chef vom Leibniz-Institut in Kiel, dass wir an der Stelle eben diesen typischen Fall haben, dass Mathematiklehrer, die noch ein zweites Fach haben, eben eine Spezifikkeit der Ausbildung brauchen, die sich nicht so daran abbildet, dass ich eben im Institut oder in der Fakultät neben anderen Studierenden auch Lehrer mit Abfrühstücke, um das mal ein bisschen plakativ zu machen. Hier brauchen wir eine größere Schneise und eine größere Sensibilität für die Erfordernisse der Lehrerausbildung. Und da bin ich nicht zufrieden mit dem, wie das jetzt ist, sondern möchte das verbessern. Und ich glaube, eine Universität und eine universitäre Lehrerausbildung muss auch immer bereit sein, ist ja natürlich auch, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und damit habe ich leicht provoziert und freue mich auf die Diskussion. Danke dem Bildungsminister von Sachsen-Anhalt von der CDU, Marco Tullner. Also sind schon ein paar Schlagworte gefallen, die durchaus reizen. Ich will es mal so sagen, es wird national da möglicherweise gedacht. Es geht um Kapazitäten, es geht um die pädagogische Hochschule. Und das sind alles Punkte, die natürlich auch in der Landesregierung eine Rolle spielen oder zumindest sollten. Und deswegen gleich der Staffelstab weiter an Katja Pehle von der SPD. Sie ist die Fraktionsvorsitzende, sie ist die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten bei der bevorstehenden Landtagswahl. Erläutern Sie uns in der gebotenen Kürze 2 bis 3 Minuten Ihre bildungspolitischen Leitlinien. Vielen Dank für die Möglichkeit, das hier zu tun. Ich will an einer Stelle
tatsächlich auch Herrn Tröner recht geben. Wir müssen in der nächsten Legislatur beim Thema Ausbildungskapazitäten in Sachsen-Anhalt beim Lehramt tatsächlich noch mal was drauflegen. Wir haben jetzt in dieser Legislatur die Studienplatzzahl erhöht und auch Magdeburg wieder in die Lage versetzt, mehr als davor auch Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Das war der richtige Schritt und an dieser Stelle müssen wir weitermachen. Aber Lehramt in Sachsen-Anhalt braucht mehr als nur Studienkapazitäten. Wir müssen tatsächlich zum einen darauf hinwirken, dass die Hochschulen dafür auch finanziell ausgestattet sind. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Es darf nicht nur über Hochschulpakt gehen, sondern wir müssen hier die Strukturen stärken. Und wir müssen tatsächlich schauen, dass wir die Lehramtsstudierenden frühzeitiger vor die Klassen bekommen, damit wir tatsächlich auch Attraktivität von Lehramt im ländlichen Raum zum Beispiel unter Beweis stellen. Wir haben einfach durch die Konzentration der Lehramtsausbildung auf Magdeburg und Halle einen Fokus der Studierenden, insbesondere auf die beiden großen Städte. Und hier muss man, glaube ich, attraktive Arbeitsbedingungen auch im ländlichen Raum den Studierenden zeigen, damit sie nach ihrem Studium auch bereit sind, diese Position auch anzustreben. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir insbesondere für die Phase der Zeit nach dem Studium, das heißt Vorbereitungsdienst wie auch Anstellung, glaube ich, tatsächlich nochmal in der Schnelligkeit der Einstellungen, in dem Umgang mit Bewerberinnen und Bewerbern noch besser werden können, damit uns tatsächlich nicht Referendare am Abschluss ihres Referendariats davon gehen oder auch Studierende zum Vorbereitungsdienst in andere Bundesländer abwechseln. Und ich möchte auf eins darauf hinweisen, da will ich gleich ein bisschen den provozierenden Ball des Bildungsministers aufgreifen. Für uns kommt eine Teilung der Lehramtsausbildung in einerseits universitär und auf der anderen Seite in eine pädagogische Hochschule nicht in Frage, weil ich glaube, wir haben noch viel zu tun, was die Angleichung der Bezahlung von Grundschullehrerinnen und Lehrern gegenüber den anderen Lehrkräften im Schulsystem betrifft. Hier wollen wir eine gleiche Besoldung in der A13, E13. Wenn wir jetzt wieder ein unterschiedliches Ausbildungssystem zwischen Gymnasiallehrer, die sollen, so habe ich das CDU-Projekt verstanden, an der Hochschule, der Universität bleiben und alle anderen Lehrkräfte an der pädagogischen Hochschule ausgebildet werden, glaube ich, verschärfen wir hier eine Spaltung unterhalb der Lehrkräfte, die wir uns nicht leisten können. Und neben all diesen Sachen, glaube ich, geht es auch in den Schulen darum, Lehrkräfte zu entlasten, zum Beispiel durch Anstellung von Verwaltungsfachkräften, um Schulorganisationen ihre Hände zu geben, auch von Digitalmentoren, um beim Thema Digitalisierung voranzuschreiten und nicht immer bei neuen Aufgaben auf die Lehrer zurückgreifen zu müssen, nach dem Motto, das machen die schon irgendwie nebenbei, sondern hier müssen wir tatsächlich Schule auch als komplexes, multiprofessionelles Team begreifen, das eine Unterstützung auch von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern braucht, jenseits von Lehrerinnen und Lehrern. So viel vielleicht zum Einstieg. Dankeschön, Katja Pehle, die Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl. Auch da sind neue Strukturen angesprochen. Wir werden gleich Gelegenheit haben, das noch ein bisschen aufzugreifen. Und vielleicht muss es ja auch sein, dass gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung, der Corona-Krise jetzt auch so vieles möglich erscheint, auch in der Lehrerausbildung, was vorher möglicherweise undenkbar war. Warum nicht auch die pädagogische Hochschule? Wie auch immer. Darüber reden wir auch mit den Grünen. Uns live zugeschaltet und damit herzlich willkommen Madeleine Linke. Sie ist Fraktionsvorsitzende im Stadtrat in Magdeburg, hat an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg auch studiert und kümmert sich um die Bildungspolitik. Herzlich willkommen auch Ihnen. Wie sehen die grünen Leitlinien aus? Ja, schönen guten Tag. Ja, ich kümmere mich tatsächlich um die Hochschul- und Wissenschaftspolitik und gar nicht so doll um die Bildungspolitik, aber ich habe natürlich trotzdem, weil ich finde, das ist heute ein durchweg auch hochschulpolitisches Thema, da eine Meinung zu. Nämlich um den akuten LehrerInnenmangel zu begegnen, darf es sowohl kurzfristig, mittelfristig, aber auch langfristigen Maßnahmen. Kurzfristig können wir uns keine LehrerInnen backen, das ist ganz klar, aber durch eine Stärkung der multiprofessionellen Teams, Frau Dr. Pehle hat es ja schon angesprochen, können wir tatsächlich LehrerInnen auch schon jetzt entlasten. Das heißt, mit wirklichem Ausbau der SozialarbeiterInnen, mit Menschen, die den Verwaltung und Organisationsaufwand abnehmen, durch SchulpsychologInnen und so weiter, durch auch Nicht-Stammlehrkräfte, also sozusagen kurzfristigen Menschen, die man sich reinholt, kann man tatsächlich die LehrerInnen jetzt in diesem Moment schon entlasten. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch Anreize schaffen, dass LehrerInnen, die, sage ich mal, das 60. oder das 63. Lebensjahr schon überschritten haben, tatsächlich auch sich überlegen, auch zu bleiben. Wir
wissen alle, Burnout, auch andere Sachen führen oft dazu, dass LehrerInnen tatsächlich verfrüht in die Rente gehen oder in Pension. Und das kann ja nicht sozusagen immer die Lösung sein, sondern da müssen wir aber auch natürlich die Attraktivität des LehrerInnenberufs stärken. Das heißt, die Wertschätzung sowohl monetär wie natürlich auch symbolisch und natürlich die Arbeitsbedingungen müssen wir verbessern. Also da die Stichworte auch Überstunden sozusagen sich auszahlen zu lassen oder in Freizeit umzuwandeln, ist da ein ganz wichtiges Thema. Aber ich habe ja die Hochschulpolitik angesprochen. Ein großer Schlüssel, wir haben den Kapazitätsausbau schon angesprochen, sind natürlich die Zielvereinbarungen. Und da kommen wir in dieses Mittelfristige rein, dass wir da bei den nächsten Zielvereinbarungen, die wir mit den Universitäten schließen, doch nochmal schauen müssen, wie können wir die Kapazitäten ausbauen und das auch an beiden Standorten und möglicherweise auch in der Fläche. Und das möchte ich nochmal ansprechen, nicht nur als Magdeburgerin, sondern auch, weil ich weiß, dass tatsächlich eine große unsichtbare Wand sozusagen noch ist zwischen dem Norden und dem Süden, dass kaum Mobilität der Studierendenwilligen stattfindet, vom Norden in den Süden oder von Süden in den Norden, brauchen wir beide Standorte wirklich gestärkt in den Kapazitäten. Aber es hängt nicht nur an den Kapazitäten, sondern auch an der Absolvierendenquote. Da sind ja in den Zielvereinbarungen schon Sachen festgeschrieben worden. Diese werden aber noch lange nicht erreicht. Da müssen natürlich auch die Hochschulen in die Pflicht genommen werden, diese Ziele auch wirklich besser zu erfüllen, damit wir auch so mehr LehrerInnen dann auch erfolgreich in diesen Beruf überhaupt erstmal bekommen und in die Qualifikationsphase. Also Noch einen ganz kurzen Punkt. Langfristig müssen wir aber nicht nur eine Unterrichtsversorgung von 100%, sondern von 103% erfüllen können. Das möchte ich nochmal hier stark machen. Also auch da wichtige Ansatzpunkte, die man durchaus aufgreifen sollte. Dankeschön, Madeleine Linke von den Grünen. Wir gehen weiter zur Linkspartei, zum Fraktionsvorsitzenden im Landtag, zu Thomas Lippmann. Selbst ja Lehrer, kennt sich mit der Lehrerausbildung auch gerade in Halle sehr gut aus. Wie sehen Ihre Perspektiven, Ihre Wünsche, Ihre Träume für die nächsten 5 Jahre möglicherweise bei der Lehrerausbildung in Sachsen-Anhalt aus? Oh Gott, da reicht Ihre Zeit nicht. Dafür. Ich sag mal, ich habe jetzt nicht unser Wahlprogramm aufgeschlagen, sondern die beiden Broschüren, die die GEW zu dem Thema erstellt hat. Und ich sag mal, wenn das die anderen Parteien auch gemacht hätten, würden wir heute möglicherweise andere Diskussionen führen. Die Lehrerausbildung hat ja immer zwei Seiten, eine qualitative und eine quantitative. Und wir haben das Problem, dass wir für die quantitative Seite und auch für strukturelle Fragen praktisch seit Jahren überhaupt keinen Nerv und überhaupt keine Zeit mehr haben, weil das Kapazitätsproblem derart übergreifend ist, dass die Frage, was können unsere Lehrkräfte, wie werden die in den Universitäten ausgebildet, was macht die Praxisausbildung und so weiter und so fort, gibt es eigene Lehrveranstaltungen, in den Hintergrund gerät, wenn einfach gar keine mehr da sind. Und dieser extreme Lehrkräftemangel, den wir haben, der ist ja nicht vom Himmel gefallen, der ist nicht erst in den letzten Jahren entstanden, sondern der ist in den letzten 15 Jahren über 3 Legislaturen entstanden. Und darauf hat die GEW mit Nachdruck in ihrer ersten Broschüre vor insgesamt 5,5 Jahren schon hingewiesen. Und dass sich daran so gut wie nichts geändert hat, macht die Fortschreibung der Broschüre, die jetzt aktuell ist, ja deutlich. Es ist eine Kette von Fehlplanungen, zum Teil bis heute. Es wird etwas weniger schlecht, es bewegt sich ein bisschen was, aber alles viel zu langsam. Wir haben unglaublich viel Zeit vergeudet, Jahre, fast ein Jahrzehnt, wo wir hätten reagieren müssen. Und das wird bedeuten, dass wir aus diesem Tal, wo wir noch längst die Zone noch nicht erreicht haben. Also wenn jemand glaubt, dass der Lehrkräftemangel in den nächsten Jahren, auch in den nächsten 5 Jahren, geringer wird, der täuscht sich, der wird noch schlimmer werden, weil wir nach wie vor in Größenordnungen zu wenig ausbilden an beiden Universitäten. Und jetzt habe ich den Minister vorhin so verstanden, der hat ja eine Zahl genannt, die bisher noch nicht up-to-date war, 1200 Erstsemester. Bis jetzt waren wir ja bei 1000. Da gehe ich mal davon aus, dass die 200, die in den Zielvereinbarungen mit der Uni Halle in Aussicht gestellt waren, dass die jetzt mehr oder weniger vereinbart werden. Aber das wird auch nicht reichen. Wir brauchen in Magdeburg mindestens noch mal 300 Erstsemester dazu. Und selbst dann sind wir an der Unterkante sozusagen, nicht etwa irgendwo im komfortablen Bereich. Also die Kapazitätsprobleme sind riesig. Und natürlich wird es ein Problem in Zukunft auch werden, diese so beschriebenen Kapazitäten, die sich mindestens bei 1500, 1600 bewegen müssen und dann auch noch in den richtigen Fächern, dann die Bewerberinnen zu finden. Es kann sein, dass wir in Größenordnungen diesen Wettbewerb schon gar nicht mehr
gewinnen können, weil wir die letzten 10 und 15 Jahre verpennt haben. Und daran hat leider auch die Expertenkommission, die der Landtag eingerichtet hat und die einen Bericht vorgelegt hat, der inzwischen auch fortgeschrieben wurde, wo auch die Fortschreibung gezeigt hat, dass sich so gut wie nichts bewegt hat und die Dinge eher in bestimmten Bereichen schlechter geworden sind, zum Beispiel bei der Absolventenquote der Universitäten. Also wir sind überhaupt nicht auf einem Weg, dass hier irgendetwas gut wird. Und ich weiß nicht, was noch passieren muss und welche Runden die GEW und wir jetzt hier noch bestreiten müssen, bis wir wirklich alle den Ernst der Situation und die Dramatik der Entwicklung verstehen. Der GEW ist an dieser Stelle erheblich zu danken, diese Arbeit geleistet zu haben. Aber ihr Gehör, das sie findet, ist da überhaupt nicht ausreichend. Danke, Thomas Lippmann. Da ist sehr stark der Blick in die Vergangenheit geworfen worden. Aber vielleicht lässt sich daraus für die Zukunft ein bisschen was entwickeln. Und da spielt dann möglicherweise auch die FDP vielleicht auch im Landtag wieder eine Rolle. Ich freue mich, dass Lydia Hüskens uns auch zugeschaltet ist von den Liberalen. Sie ist Vizechefin des Landesverbandes und Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Landtagswahl. Sie beobachten das noch ein bisschen von außen, kann sich alles ja noch schnell ändern. Aber Sie haben sehr konkrete Vorstellungen auch schon formuliert für die Schul- und Bildungssituation in Sachsen-Anhalt, auch für die Lehrerausbildung. Weihen Sie uns bitte gerne ein. So, ich sehe, dass Sie, Frau Hüskens, redet, aber noch nicht Jetzt muss ich hören. Herzlichen Dank. Ich sage auch mal an Frau Gerb noch als Gastgeberin für die Einladung in diese Runde. Ja, als Freie Demokraten beobachten wir aktuell noch das politische Geschehen von außerhalb des Landtages. Wer einen Blick in unser Programm geworfen hat, sieht aber, dass wir gerade im Bildungsbereich eine ganze Reihe von Baustellen identifizieren, wo wir aus unserer Sicht heran müssen. Und natürlich auch dort zuerst die quantitativen Probleme, die wir seit einigen Jahren in unserem Bundesland bei den Lehrern haben. Ich glaube aber auch, dass die Corona-Krise noch mal sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass wir neben dem quantitativen Problem auch ein qualitatives Problem haben. Und da sehe ich natürlich bei allem Respekt vor der Hochschulautonomie und der Freiheit der Wissenschaft auch beide Universitäten ein Stück mit in der Pflicht, hier für die Zukunft zu sorgen, dass Lehrerinnen und Lehrer, die an die Schulen kommen, in den verschiedenen Bereichen auch wahrscheinlich ein Stückchen anders ausgebildet werden, als das bisher noch der Fall ist. Ich wünsche mir persönlich frühere Praxiserfahrung. Ich wünsche mir auch mehr Didaktik, weil das etwas ist, was junge Lehrer immer wieder kommunizieren, dass sie, wenn sie in den Unterricht kommen, sich da noch nicht so richtig aufgehoben fühlen. Ich glaube, das sollte man ernst nehmen und auch in die Diskussionen über die Zukunft mit aufnehmen. Ich glaube, das Thema Ausbildungskapazitäten ist jetzt auch häufig genug adressiert worden. Da scheinen sich ja jetzt inzwischen halt alle einig zu sein. Ich kann mich da tatsächlich noch an Zeiten erinnern, in denen zumindest aus dem Wissenschaftsbereich immer wieder vorgetragen worden ist, dass hier die Ausbildungskapazitäten ausreichend seien und dass man nur in dem Bereich der Abbrecherquote etwas tun müsse, um hier entsprechend Personal zu bekommen. Ich glaube, das ist noch gar nicht so wahnsinnig lang her. Ich würde mal sagen, 7, 8 Jahre, als das in Sachsen-Anhalt so diskutiert worden ist. Deshalb freut es mich, dass das jetzt ein Punkt ist, der ganz offensichtlich gesetzt ist. Entnommen habe ich zumindest der Broschüre jetzt vom Schulfrieden, der ja hoffentlich von allen dann auch getragen wird, klar hat, dass es eine universitäre Ausbildung für alle Lehrer geben soll. Denn ich habe da ehrlich gesagt nirgendwo etwas anderes gefunden als genau diese diese Aussage. Das hätte dann natürlich auch Auswirkungen auf das Thema der Finanzierung, wo wir als Freie Demokraten zwar auf der einen Seite sehen, dass das Land in den letzten Jahren finanziell eher schlecht gewirtschaftet hat, aber das für uns ein Punkt ist, den man in der Zukunft endlich mal angehen und klären muss. Wenn Sachsen-Anhalt attraktiv sein möchte, wir müssen auf die Bildung setzen, wir müssen attraktiv sein als Arbeitgeber für Lehrer, dann müssen wir an diesen Punkt ran. Ein Punkt, den ich hier noch ergänzen möchte, ist der Aspekt Schulen in freier Trägerschaft. Wir glauben, dass gerade in der derzeitigen Situation das Land auch sehr gut beraten wäre, den Schulen in freier Trägerschaft, auch was die Auswahl von Lehrkräften anbelangt und was die Frage Ausbildung in der zweiten Phase anbelangt, mehr Freiräume gibt, gegebenenfalls auch mal das Vertrauen in die Träger setzt, die gute Arbeit im Land leisten, diese Aufgabe auch zu übernehmen. Zum Thema pädagogische Hochschule, von meiner Seite eigentlich, ohne dass ich mich jetzt abschließend tatsächlich damit beschäftigt habe, den Hinweis, Sachsen-Anhalt hat eine gewisse Grundtendenz, wenn es seine qualitativen
Probleme nicht gelöst bekommt, dann ein neues Fass aufzumachen. Und wenn ich mir überlege, wie schwierig es Sachsen-Anhalt sich immer tut, neue Strukturen aufzubauen von irgendetwas und für irgendetwas, würde das schlicht und ergreifend bedeuten, dass wir die Lösung der Probleme, die hier gerade alle adressiert worden sind, weiter in die Zukunft verschieben. Ich glaube nicht, dass wir warten können, bis irgendjemand eine pädagogische Hochschule in Sachsen-Anhalt gegründet und gebildet hat, um die Probleme wirklich mal anzufassen, auf die wir gerade alle wortreich hingewiesen haben. Deshalb kann das eine Lösung sein in der Zukunft, aber vorher sollten wir einfach mal unsere Hausaufgaben machen und das umsetzen, was wir jetzt schon in den universitären Strukturen machen können, die es gibt. Dankeschön, Lydia Hüskens von der FDP. Wir wollen das gleich ein bisschen sortieren und ordnen und damit sind wir schon mal jetzt in der Runde hier, Herr Professor Tietje, Rechtsrektor der Universität Halle-Wittenberg. Bevor wir über die pädagogische Hochschule reden, schreiben Sie uns doch mal, wie gerade aus Ihrer Sicht die Lehrerausbildung hier in Ihrem Hause funktioniert. Wie gut, wie schlecht, über welche Zahlen reden wir, was könnten Sie leisten, was sind Sie in der Lage zu leisten? Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch für die Initiative an die GEW. Ich denke, es ist eine wichtige Veranstaltung, weil es ein extrem dringendes Problem ist. Die Martin-Luther-Universität hat sich verpflichtet, gegenwärtig 800 Erstsemesterstudierende im Lehramt aufzunehmen. Wir haben in der Zielvereinbarung, die aktuell ist, uns bereit erklärt als Universität, das auf 1000 Erstsemesterstudierende zu erweitern, unter der Voraussetzung der entsprechenden Ressourcenausstattung. Leider ist es bislang nicht zu Gesprächen über die zusätzlichen finanziellen Mittel gekommen, sodass auch im nächsten Wintersemester, nur zum Wintersemester wird eingeschrieben, wir auch wieder anstreben, 800 Erstsemesterstudierende aufzunehmen. Vielleicht ganz kurz, das sind im letzten Wintersemester gewesen fürs Lehramt an der Grundschule 226 junge Menschen, die angefangen haben, Lehramt an Förderschulen 89, Lehramt an Sekundarschulen 171, Lehramt am Gymnasium 266, es sind knapp 800. Das variiert immer, weil Sie junge Menschen nicht zwingen können, Lehramt zu studieren und schon gar nicht ein entsprechendes Fach. Deswegen, wir sind aber mit der Fasterfüllung der 800 zufrieden. Das, also was Sie, uns Sorgen Sie machen, macht. Sie machen diese 800, Sie würden aber gerne mehr ausbilden? Ihnen fehlt es an Ressourcen und an Bewerbern. Wir haben in intensiven Gesprächen sowohl mit dem Bildungsminister, mit dem Bildungsministerium wie auch dem Wissenschaftsministerium uns bereit erklärt, die Erstsemesterkapazität auf 1000 zu erhöhen, unter der Voraussetzung, dass die zusätzlich 200, 800 zu 1000 entsprechend finanziert werden. Denn unser größtes Problem ist, dass noch nicht einmal die 800 Erstsemesterstudierenden, also dann 3.400 insgesamt ungefähr, die wir haben, ausfinanziert sind. Wir bekommen im Augenblick für die Zusatzkapazität, unsere Grundkapazität ist eigentlich 550, für die Zusatzkapazität nur das Personal und ausschließlich das zusätzlich notwendige Personal als Zusatz in den Universitätshaushalt finanziert. Das ist aber natürlich nicht ausreichend, weil wir Gebäude brauchen, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Technik, alles, was dazugehört. Deswegen ist sozusagen jeder zusätzliche Lehramtsstudierende bei uns an der Universität selbst mit zusätzlichem Geld aus dem Landeshaushalt eine Belastung des Universitätshaushaltes. Das machen wir aber gerne aus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung, um das klarzustellen. Nur irgendwann ist die Fahnenstange erreicht, das Ende der Fahnenstange. Es geht, und der Minister selbst hat es ja deutlich gemacht, um Ressourcen, die wir brauchen. Das Beispiel, und es ist nur ein Beispiel, Chemie wurde von Minister Tullner genannt. Das lässt sich auf andere Bereiche übertragen. Nur ein zweiter Punkt, weil es mehrfach angesprochen wurde, Absolventenquote. Natürlich ist es das Bestreben, es ist unsere Pflicht als Universität, möglichst viele, wenn nicht gar alle Studierende, die bei uns anfangen, auch erfolgreich zum Examen zu führen. Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass je schlechter ein Betreuungsverhältnis ist, desto schlechter ist auch die Absolventenquote. Das ist deutschlandweit, das ist international so. Welche Quote haben Sie da gerade? Können Sie das ausdrücken? Das variiert von den Studienfächern. Das ist pauschal wirklich sehr schwer zu sagen. Variiert sehr. Die Absolventenquote im Bereich Mathematik zum Beispiel ist schlechter als in manch anderem Fach. Aber wir haben Luft nach oben, wie deutschlandweit. Wir insgesamt haben, nur setzt das voraus,
dass man eben nicht ausschließlich studiert in überfüllten Seminarräumen mit schlechten Betreuungsquoten, weil die Seminargruppe viel zu groß ist und anderes mehr. Also wir müssen sprechen über Ressourcen, wenn wir die Herausforderungen gerade mit Blick auf eine Kapazitätssteigerung vernünftig angehen wollen. Das ist die Situation. Jens Stracke-Jahn in Magdeburg, Sie als Rektor dort, also ist das, Sie bilden Lehrer aus, nicht in dem Umfang wie in Halle, sind in der technischen Gebiet mehr unterwegs, aber ist das für Sie auch ein Zuschussgeschäft praktisch, weil auch Sie die Ressourcen nicht haben, um das abdecken zu können, was Sie sich ohnehin vorgenommen haben, geschweige denn mehr zu tun, darüber hinaus zu tun? Also ist auch eine Kapazitätsfrage natürlich, also dann bei uns letztlich auch rückgerechnet über die Ressourcen, die verfügbar sind. Wir haben in Magdeburg, Sie haben es genannt, ein Fächerspektrum und auch Schulformen, die andere sind als in Halle. Also die Reformen, die mehrfachen Reformen, die im Land durchgeführt wurden, hatten ja durchaus die Zielstellung, eine gewisse Sortierung auch vorzunehmen. Wenn wir jetzt zurückschauen, wäre zumindest mal das, was 2003, 2004 initiiert worden ist, ein gewisser Fehler gewesen. Aber das Berufsschullehramt, was wir in Magdeburg exklusiv haben, gestaltet sich natürlich ganz anders in den Zugängen, auch in den Zahlen als in Halle. Und da haben wir einfach im Augenblick, selbst wenn wir bei den Fächerkombinationen bleiben, die wir haben, mangelt es dann irgendwann auch an den Bewerberinnen und Bewerbern. Also das ist ein hartes Geschäft, junge Menschen zu gewinnen, die Metalltechnik beispielsweise oder auch angehende im Baugewerbe ausbilden. Das machen wir teilweise schon in ganz intelligenter Kombination mit anderen Hochschulen, weil wir die Fachwissenschaft zum Beispiel überhaupt nicht haben für Bauingenieure. Die werden an der Hochschule Magdeburg-Stendal ausgebildet. Und ähnliche Modelle haben wir jetzt auch mal mit Merseburg begonnen. Also da braucht es andere Modelle, als wir sie in der Vergangenheit gefahren haben. Wir haben ein sehr eingeschränktes Spektrum im allgemeinbildenden Fach. 200 ist unsere Gesamtkapazität, die vereinbart wurde. Auch die ist aufgestockt von 120 um 80 auf diese 200. Das haben wir im vergangenen Oktober auch erfüllt. Und es teilt sich grob ein, dass man ungefähr sagen kann, die Hälfte studiert im Berufsschullehramt. Und jetzt kommt bei uns noch dazu, auch abweichend von Halle, dass bei uns im Bachelor-Master-Format, also zweistufig, studiert wird. Und Lehrerinnen und Lehrer gewinnen wir aber erst beim Eintritt in einen Master, das ist dieser Master of Education, der qualifiziert exklusiv für das Lehramt. Und im Bachelor haben wir sogenannte polyvalente Studiengänge. Das heißt, da ist eine Lehramtsoption drin, aber es besteht auch die Möglichkeit, nach dem Bachelor noch zu entscheiden, weil man relativ früh im Studium eben auch mal in die Schule schnuppert und sagt, nein, das ist dann doch nicht das Richtige für mich. Und dann hat man aber eine Möglichkeit, mit diesem Bachelor trotzdem etwas anzufangen. Das macht es für uns unglaublich schwierig, diese Quote, die Sie eben abfragten, derjenigen, die wirklich als Erstsemester dann am Ende auch ins Referendariat geht, wirklich zu bestimmen. Wir werben natürlich, dass die Lehramtsoption Realität wird und nicht als Option bleibt. Aber das macht es nicht ganz so einfach. Die vereinbarten 80%, ich glaube, Christian, das war das, was wir mal uns haben abringen lassen, da sind wir weit von weg. Da gibt es auch gar nichts zu beschönigen. Da müssen wir besser werden, denn das macht die Planung, die natürlich ein Bildungsminister von hinten macht. Der sagt, wie viel stehen wir denn da wirklich zur Verfügung? Und wir haben so viele Weichenstellungen zwischendurch, die es nicht ganz einfach machen. Was bedeutet das einfach an Anfänger und Anfänger? Also ein bisschen andere Problemlage in Magdeburg, alles etwas kleiner. Ja, wir hätten noch Luft nach oben, indem man ein paar künstliche Einschränkungen in den Fächerkombinationen nimmt. Ich glaube, da könnte man relativ einfach und mit geringem Aufwand was machen, aber bezahlt werden müsste das auch. Einschränkung, ich verstehe das richtig, die Kapazitäten, die sind bei Ihnen schon so, dass Sie damit irgendwie auskommen müssen, weil die Bewerberzahl nun auch nicht so üppig erscheint. Es gibt aber die anderen Ansätze und ich darf schon mal aufgreifen, ein Hinweis, der uns erreicht hat aus Magdeburg, Stengrit hat da ein bisschen gesammelt, studiert Lehramt Wirtschaft, Sport und fragt zum Beispiel, sind gerade im Bereich der allgemeinbildenden Schulen weitere Fächerkombinationen in Magdeburg zum Beispiel geplant, um den Standort möglicherweise auch attraktiver zu machen, ein bisschen zu öffnen? Ja, das wäre ja eine relativ einfache Möglichkeit. Wir haben eben aufgrund unseres technisch-naturwissenschaftlichen Profils hatten wir, nachdem das Lehramt ab 2003 für die allgemeinbildenden Fächer in Magdeburg eigentlich eingestellt wurde, haben wir vor
gut 10 Jahren mit 2 Fächern. Das ist die ökonomische Bildung und die technische Bildung. Und die technische Bildung ist eben aus Halle, die war vorher in Halle verortet. Die ist zu uns gekommen, weil bei uns das Umfeld noch blieb. In Halle sind die Ingenieure abgeschafft worden, haben wir gesagt, gut, dann folgt eben die Technik-Lehrerausbildung dem verbleibenden Standort noch oder wird nach Magdeburg versetzt. Das war alles meines Erachtens sinnvoll. Und dann konnte man studieren Technik und Deutsch. Technik und Mathe und so weiter. Aber man konnte Kombinationen wie zum und Technik und Sozialkunde, aber man konnte nicht Deutsch und Sozialkunde studieren. Dafür sind die Fachwissenschaften vorhanden, dafür haben wir auch die Didaktik, sodass es relativ einfach wäre. Oder Sport und Deutsch ist zum Beispiel in Magdeburg nicht studierbar. Das wäre eine Geschichte, die vielleicht auch temporär möglich wäre, denn das ist ja unsere große Sorge, die die beiden Rektoren teilen, dass wir da Kapazitäten aufbauen, wo wir dann in 8, 9 Jahren, ich bin bei Herrn Lippmann, wir reden jetzt nicht mehr über 5, 6 Jahre, sondern da müssen wir weiter vorausschauen, aber die Handlungen, die wir begehen, hoffentlich schnell begehen, die müssen ja auch in endlicher Zeit zu Resultaten führen und Resultate sind die von Frau Linke vorhin angesprochene Erhöhung eben mindestens wieder auf 100%. Aber eins muss uns auch klar sein, nur mal als Einordnung, die Zahlen, die wir eben 1.400, 1.300 bis 1.500 Anfängerinnen und Anfängern im Lehramt. Wenn wir das in Relation stellen zu den Abiturientinnen und Abiturienten hier im Land, im Berufsschullehramt gibt es vielleicht noch ein bisschen nicht direkte Wege ins Studium, weil man vorher eine Ausbildung gemacht hat und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist das mit den Abiturientinnen und Abiturienten des Landes nicht erreichbar. Das muss uns klar sein. So viele studieren nicht und so viele werden auch dann nicht ins Lehramt gehen. Also wir müssen uns da überlegen, wie wir eventuell auch aus anderen Bundesländern Studierende gewinnen. Also Blicke weiten. Professor Michael Ritter, Professor für Grundschuldidaktik hier in der MRU Halle Wittenberg. Wie erleben Sie das? Also wir reden jetzt über viele Zahlen natürlich, 1.000, 1.200, 1.600. Es wäre schön, wenn wir so viele einfach erreichen könnten und sagen, da sind die Bewerber draußen, wir müssen sie bloß reinholen. Das ist ja das eine. Das erscheint sehr schwierig inzwischen zu sein. Und auf der anderen Seite gibt es die vielen Abbrecher. Wie erleben Sie das? Und warum kommen nicht genügend dann auch durch das Studium? Naja, das ist jetzt vielleicht aus der Perspektive der Grundschuldidaktik gar nicht so ganz leicht zu klären, weil die Grundschuldidaktik immer noch die besten Quoten hat, was das angeht. Wir können also ein bisschen, müssen uns nicht auf die Schultern klopfen, die könnten auch besser sein, aber wir können sagen, wir sind immerhin vielleicht auch Vorbild, was dann die anderen angeht. Und wenn man nach Ursachen fragt, kann man ja auch mal fragen, warum klappt es bei manchen besser. Ich glaube, was man bedenken sagen muss... Sagen Sie mal, warum klappt es denn bei Ihnen zum Beispiel besser an der Grundschule? Also, das ist alle noch motiviert. Das hat viele Gründe. Man darf das auch nicht zu stark vereinfachen. Das hat sicherlich auch was mit Mentalitätsfragen zu tun. Menschen, die Grundschullehramt studieren, sind vielleicht auch tatsächlich anders ausgerichtet aufs spätere Berufsleben als Menschen, die sich für ein anderes Lehramt entscheiden. Das kann durchaus ein Grund sein. Aber ich denke, was man nicht vergessen und nicht unterschätzen darf, ist, dass wir im Grundschullehramt auch vielleicht durch unsere Struktur, die wir haben, auch eine relativ gute Orientierung auf die einzelnen Fächer haben. Und ich glaube, dass es uns auch ganz gut gelingt, tatsächlich das, was vorhin auch schon angesprochen ist, die Betreuungsrelationen und die Betreuungsverhältnisse in der jetzigen Situation relativ gut zu gestalten. Man muss sich das ja vor Augen führen. Wir haben eine Grundkapazität, für die wir eigentlich ausgelegt sind, von 55 Studierenden. Wir sind aktuell bei 250. Dieses Jahr waren es ein paar weniger, die letzten Jahre immer mehr. Es wird vermutlich wieder mehr werden. Dazu kommen noch die Studierende des Lehramts Förderschule dazu, die auch an vielen Stellen im Studium mit, im Grundschullehramtsstudium mit unterwegs sind. Und dieses Zusammenspiel, das ist eine enorme Gruppe, die da entstanden ist, sind über 300 Studierende im Jahrgang, die wir betreuen müssen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch in unserer Teamarbeit intensiv bearbeiten, dass wir sagen, wir müssen es irgendwie schaffen, hier Identifikationspunkte zu schaffen, Strukturen zu schaffen, in denen die Studierenden sich tatsächlich auch in den Fächern zu Hause fühlen, indem wir schaffen, sozusagen mehr als nur einen vollen Hörsaal zu simulieren oder mehr als einen vollen Hörsaal anzubieten. Das ist herausfordernd, das ist schwierig. Das gelingt vielleicht an der einen Stelle besser und an der anderen weniger gut. Ich glaube tatsächlich, und das ist auch schon angesprochen worden, der ganz zentrale Punkt oder die ganz zentrale Stellschraube ist hier das Personal, das wir brauchen. Wir brauchen ein gutes Verhältnis der unterschiedlichen Statusgruppen untereinander. Das ist zum Beispiel auch in der Grundschuldidaktik
Deutsch, kann ich jetzt auch mal was Positives vielleicht sagen? Was sind Statusgruppen jetzt? Also, dass die zum Beispiel nicht nur der Personalaufwuchs im Bereich des Mittelbaus passiert, bei den wissenschaftlichen Mitarbeitenden, sondern dass eben auch Professuren geschaffen werden. Für unser Fach Deutsch kann ich sagen, das ist passiert. Wir sind seit anderthalb Jahren zu zweit. Das ist sehr gut, das ist sehr wichtig. Wir brauchen wenig Hochdeputatsstellen, möglichst gar keine. Wir brauchen viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die Forschung und Lehre miteinander verknüpfen, weil wir eine wissenschaftsorientierte Lehre brauchen. Da möchte ich auch noch mal betonen, dass viele sprechen über Zahlen und dass viele sprechen über Kapazitäten. Ist ein Riesenproblem geworden, weil wir kaum mehr Zeit haben, das ist vorhin schon angesprochen worden, die Qualität der Lehrerinnenbildung zu bedenken und zu diskutieren in einer Zeit, wo es immer deutlicher wird, dass Bildung nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen zentral ist, sondern auch aus gesellschaftlichen Gründen für den gesellschaftlichen Frieden in Zukunft eine ganz zentrale Bedeutung haben. Ich will mal nachfragen, weil Sie sagen Qualität. Uns hat eine Zuschrift erreicht von A. Reitmann. Und da wird der Fall folgendermaßen geschildert. Er hätte Lehramt Deutsch-Englisch studiert und am Strich hieß es furchtbar. Statt Pädagogik und Psychologie gab es dann Morphologie und Phonologie, Studium abgebrochen, stattdessen dann umgeschwenkt auf Sozialpädagogik. Und dort ist dann die gewünschte Kombination auch aus fachdidaktischen Inhalten, Tipps für den Unterricht gefunden worden. Heute glücklich, heute Schulsozialarbeiterin, macht manchmal auch Vertretung als Lehrer und hätte sich gewünscht, dass genau das sich in diesem Profil so wiedergefunden hätte. Also wie groß ist das Problem in der Qualität? Also ich will jetzt hier nicht über andere Studiengänge urteilen, das steht mir auch nicht zu. Das ist, also wenn es Deutsch-Englisch ist, dann ist eine Zweierkombination offensichtlich ein Sekundarstufenlehramt, also nicht in der Grundschule. Das heißt aber nicht, dass wir in der Grundschule nicht auch Morphologie machen. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir auch klarer kommunizieren, was die Aufgabe des Studiums ist. Es ist nämlich nicht eine Lehrerausbildungsinstitution, die Universität, sondern es ist eine Lehrerbildungsinstitution. Und das ist tatsächlich etwas ganz anderes. Wir haben eben keinen Ausbildungsgang, der in unmittelbarer Weise sozusagen Handlungsanweisungen vermittelt, wie Unterricht zu gestalten ist. Sondern wir wissen aus der Professionalisierungsforschung, dass Lehrkräfte dort unterrichten lernen, wo Unterricht passiert, nämlich in der Schule. Und dass sie im Studium und in einer Ausbildungsinstitution das auch letztlich nicht lernen können. Was sie brauchen, ist eine Fachlichkeit dort zu erwerben, die es ihnen ermöglicht, den dann einsetzenden praktischen Ausbildungsgang auch theoretisch reflektieren zu können. Und das genau schafft die Distanz, die eigene Professionalität dann auch kritisch sozusagen mit einer Art fachlichen Dispositiv die eigentlichen Aneignungsvorgänge im Bereich des leeren Lernens dann auch bewältigen zu können. Das kann eine Universität, das kann auch eine pädagogische Hochschule, das kann eine Institution, die fern der Schule ist, überhaupt nicht leisten. Das müssen wir bedenken, das müssen wir auch Studierenden gegenüber genau kommunizieren und darüber müssen wir weiter streiten. Das verändert sich nämlich sehr stark. Die Morphologie ist wichtig. Es kommen ganz neue Themen dazu. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Partizipation, Inklusion. Das sind alles Themen, die wir strukturell im Studium langsam aufbauen, für die wir aber Kapazitäten brauchen, für die wir Strukturen brauchen und die durchaus angegangen werden. Da sind wir richtig gut. Wir haben auch richtig gute Projekte. Aber wir brauchen eben auch, und das ist dann wieder der Punkt Richtung Bildungspolitik, wir brauchen Strukturen dafür. Und wir brauchen eine Diskussion über die Qualität. Was wollen wir am Ende im Studium tatsächlich bewältigen? Aber die eigentliche Ausrichtung ist eben nicht die einer Ausbildung. Und da gibt es aber ganz klare KMK-Richtlinien dafür, die das genauso auch vorsehen. Danke. Eva Gerz, Sie haben jetzt eine halbe Stunde zuhören können. Also ist es tatsächlich so, dass dann möglicherweise auch der oder die andere hier hereinkommt mit ganz falschen Vorstellungen von dem, was hier angeboten wird an Bildung oder Ausbildung? Ich glaube, das ist zweischneidig. Die einen kommen mit falschen Vorstellungen, die man durchaus zu Beginn des Studiums auch diskutieren müsste. Es gibt ja auch Assessmentverfahren, mit denen man ein Studium anfängt. Bei anderen ist es aber zum Teil auch so, dass es die Uni gar nicht schafft. Und ich glaube, das hat Michael Ritter jetzt gut beschrieben, einfach nicht genügend Personal hat, um entsprechend diese etwas falschen Vorstellungen dann tatsächlich auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich habe selber Mathematik studiert. Ich bin Lehrerin für Mathematik und Chemie und hatte natürlich diese falschen Vorstellungen auch. Natürlich braucht es eine Weile, bis man an der Universität zu Hause ist. Aber man braucht für dieses Ankommen, für dieses Zuhause-Sein auch entsprechende Lehrveranstaltungen. Und entsprechende Lehrveranstaltungen kann man auch nur vernünftig machen, wenn man das entsprechende Personal
Personal hat. Ich will da ausdrücklich nochmal in diese Kerbe hauen. Und zwar nicht Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil in Halle und in, vielleicht auch in Leipzig arbeiten, weil sie sich ihr Lehrdeputat zusammenstoppeln müssen, sondern einfach festangestellte Personen, die im Mittelbau arbeiten, die die Universität kennen und die auch diese Probleme kennen und letztendlich auch beseitigen können. Ich bin interessiert, also wie war das dann bei Ihnen, als Sie angefangen haben? Sie haben sich dann aber irgendwann, sagen Sie, eingefuchst und eingelebt, haben auch andere Vorstellungen gehabt. Also ist das der Ansatzpunkt, dass man ganz vorne anfängt und erstmal auch Illusionen nimmt? Wenn das Personal da ist, was die Illusion nehmen könnte und das andere, was dann motiviert. Es geht, glaube ich, weniger um Illusionen nehmen. Im Gegenteil, ich denke, wir sind hier und das ist auch die Aufgabe der Universität, um Illusionen aufrechtzuerhalten beziehungsweise auch Motivation aufrechtzuerhalten, in diesem Lehramt irgendwann zu Hause zu sein. Natürlich ist das erstmal ein Schritt von der Schule, wo man relativ behütet ist, dann zur Universität zu gehen, wo man sich zum Teil seinen Stundenplan selber zusammenbaut, wo man aber auch, und solche Strukturen gibt es jetzt auch, gar nicht in jedes Seminar gehen kann, weil sich zum Teil Seminare überschneiden, weil nicht genügend Personal da ist, dass diese Ausbildung nacheinander anbieten kann, weil nicht genügend Laborkapazitäten da sind, dass ich zum Beispiel einfach warten muss ein Semester lang, um das nächste Mal in das Labor zu kommen. Also das sind alles Sachen, die hier nicht stattfinden dürfen und dazu muss genau diese Universität auch entsprechend finanziert werden. Und zwar genau für diese Kapazitäten, die wir brauchen. Und was sozusagen die Kapazitäten sind, da bin ich eher beim Bildungsminister, dann zählt, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn man davon ausgeht, dass wir in Sachsen-Anhalt ca. 1300 Lehrkräfte pro Jahr brauchen, die eingestellt werden sollen, das ist zumindest unsere Berechnung als GEW, muss man halt mit der entsprechenden Zahl von Lehrkräften starten. Sie wissen aber auch, wo Sie diese 1300 dann herbekommen. Diese 1300 sollen alle aus der Universität rauskommen. Möglichst aus der eigenen oder aus den eigenen Universitäten in Halle und Magdeburg, völlig klar. Und was die Kapazitäten angeht und die große Befürchtung, wir hätten nicht genügend Lehrkräfte oder nicht genügend Studierende, die habe ich auch schon gehört, als wir die Aufstockung auf 1000 hatten oder auf die Aufstockung auf 800. Schon da wurde immer gesagt, ach, das reicht alles nicht und wir haben nicht so viele Abiturienten, die das am Ende machen. Sie sind gekommen und als Magdeburg Mathephysik angeboten hat, sind die Studierenden auch aus anderen Ecken unseres Landes gekommen. Also ich plädiere ausdrücklich dafür, es mit diesen Kapazitäten, die GEW sagt 1600 Studienanfänger, es mit diesen Kapazitäten zu versuchen und dann zu gucken, was wirklich passiert. Wo wir bei den Illusionen sind, ich bin gleich wieder bei Ihnen, Herr Ritter. Aber Herr Lippmann, Sie sind ja auch studierter Lehrer Mathe, ja? Sie kennen sich da aus, ja, an der MLU. Und ich will mal eine weitere Stimme hier einwerfen, hat uns, glaube ich, über Facebook erreicht. Ota Beer hat geschrieben, also aktuell gäbe es zu wenige Dozenten, zu wenige Räume, zu geringes und nicht passendes Seminarangebot. Man kommt mit den Seminaren nicht so klar, dass man, wenn zum Beispiel eine Elternzeit ansteht oder man das irgendwie vereinbaren muss, hier die passenden Lösungen findet. Also nochmal Stichwort Illusionen. Wo würden Sie ansetzen, um die Lehrerausbildung so zu organisieren, dass wir unter einem Strich alle zufrieden sind? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe natürlich vor vielen Jahren in Halle unter ganz anderen Bedingungen Mathematik und Physik Lehrer studiert und ich will mal zumindest darauf hinweisen, dass wir ein Lehrerstudium hatten, das praktisch diametral der heutigen Situation gegenübersteht. Wir hatten, soweit ich mich erinnere, ausschließlich Lehrangebote, Lehrveranstaltungen, die für angehende Diplomlehrerin, hieß es ja damals nicht Lehramt, Diplomlehrerin war. Wir hatten mit Fachwissenschaftlern, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, gar keine Vorlesungen zusammen. Heute ist es zumindest, soweit man das wahrnimmt, überwiegend so, dass praktisch zumindest die Fachwissenschaften fast ausschließlich mit den Fachwissenschaftlern zusammen gemacht werden. Da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass jemand, der Lehramt studiert, dorthin geht und eben nicht Mathematiker und nicht Chemiker werden will, sondern der will Mathematiklehrer und Chemielehrer werden. Da gehört natürlich ein hohes Maß an Fachlichkeit dazu. Meine Tochter hat selber in Halle Biologie und Sport beispielsweise studiert. Und es gibt definitiv Probleme, wenn die Lehramtsstudierenden in der fachwissenschaftlichen Ausbildung
ausschließlich auf Lehramtsangebote, Lehrangebote der Fachwissenschaftler angewiesen sind. Ob man das komplett rumdrehen muss und überhaupt kann, das steht auf einem anderen Blatt. Aber dass man darüber diskutieren muss, dass man mindestens einen besseren und vernünftigeren Mix der Angebote braucht. Und dass es also auf jeden Fall Angebote für Fachwissenschaftler gibt, die Lehramtsstudierende nicht brauchen. Und dass es auf der anderen Seite Angebote geben muss, die sich speziell auf die Bedürfnisse und auch auf die späteren Einsatzmöglichkeiten von Lehramtsstudierenden ausrichten. Das scheint mir eine relativ wichtige Geschichte auf der qualitativen Seite zu sein. Natürlich, wir werden es immer wieder feststellen, es ist immer wieder eine Kapazitäts- und Geldfrage. Und da ich vorhin zu der PH-Geschichte nichts gesagt habe, weil ich die für eine Schnapsidee halte, der CDU, die auch nicht kommen wird, will ich auch darauf hinweisen, dass auch das eine Geldfrage ist, dass wir an den Universitäten nicht das insgesamt ausbilden, was wir brauchen und auch nicht, wie ich eben gesagt habe, in einer gewissen Angebotstiefe auch für Lehramtsstudierende hat natürlich, das haben ja beide Rektoren eindeutig gesagt, hat immer wieder mit dem Geld zu tun. Und wenn ich eine PH mache, ist die Geldfrage auch nicht weg, außer ich habe die Hoffnung, ich kriege es dort billiger. Und dagegen würden wir jedenfalls einen Riegel vorschieben. Im Übrigen ist das eine Idee, die 2008 vom Bildungskonvent, damals von der CDU auch schon eingebracht wurde und dort mit breitester Mehrheit verworfen wurde. Ich bin unglaublich überrascht, dass diese alte Kamelle sozusagen jetzt wieder uns beschäftigt und hier auf den Markt kommt. Ja, vielleicht ist das Alte manchmal gar nicht verkehrt gewesen. Aber Herr Minister, Sie sollten, dürfen an dieser Stelle sofort mal dem Herrn Lippmann antworten. Jetzt machen wir doch die pädagogische Hochschule, gern. Nein. Keine Sorge. Ich wollte ja, glaube ich, jetzt auch nicht in ein vordergründiges parteipolitisches Ping-Pong verfallen. Das Ziel, und natürlich ist man in Programmatiken, gerade wenn es um Wahlen geht, ja immer ein bisschen zugespitzt, damit es auch auf den Punkt kommt, ist doch jetzt nicht sozusagen eine pädagogische Hochschule zu machen, die es zu DDR-Zeiten gegeben hat. Es hat auch jetzt eine intellektuelle Unterforderung, das darauf zurückzuführen. Es ist der Versuch, ein Problem zu beschreiben, das ich mal mit zwei Dimensionen abbilden will. Ich als Bildungsminister wünsche mir mehr Zugriffsrecht auf die Lehrerausbildung, weil das ja bisher so läuft. Ich gehe zu meinem geschätzten Kollegen Willingmann, erzähle dem dann. Dann verhandelt er irgendwelche Zielvereinbarungen, der Rektor rennt dann in seine Zentren für Lehrerbildung, Fakultäten etc. Und dann, ehe du bei dem Problem bist und ich sozusagen dann was mache, wo ich den Bedarf am Ende anmelde und habe. Das sind so lange Ketten. Hier müssen wir die Strukturen einfach anders aufbauen. Und ich sage nochmal ganz, gucken wir doch mal, was in München passiert. Manfred Prenzl, wir hatten ja natürlich auch in den Schulfriedengesprächen dabei, Frau Gepp war ja auch dabei, der hätte in Wien die Lehrerbildung. Das ist doch ein strukturelles Problem, was wir einfach in Deutschland haben, wie wir unsere Lehrer ausbilden, wie lange die brauchen, dass wir die Fachlichkeit, die ganzen Dinge, die wir eben besprochen haben. Und hier müssen wir einfach die Entscheidungskette zwischen dem Bedarf, und der ist beim Beruf des Lehrers ja am Ende ein sehr umgrenzter. Es gibt staatliche Schulsysteme, es gibt freie Schulen und dann gibt es noch einen Kranz von Bildungseinrichtungen. Das ist der, limitierte Arbeitsmarkt. Und diesen Arbeitsmarkt, den wir mit Steuergeldern finanzieren, der muss sich doch am Ende auch in einer stärkeren Steuerung abbilden und nicht in so einem Nirvana, obwohl ich abstrakt Dinge reinformuliere und am Ende was ganz anderes rauskriege zum großen Teil. Da bin ich dann auch mal bei Frau Hüskens. Wir müssen natürlich auch über die Kompetenzen, das will ich jetzt nicht als Schuldzuweisung, bitte jetzt nicht immer so ein vordergründiges Dilemma verfallen. Aber die Lehrer, die dann kommen, reden oft über Praxisschock, sind in den Dingen nicht, fühlen sich nicht gut vorbereitet, etc. etc. Das sind doch die Wahrnehmungen, die ich tagtäglich habe bei in den Schulen. Und da setze ich an. Und deswegen ist es mir, von mir aus kann ein Lehrer an einer neuen Struktur auch eine A16 kriegen oder eine B5. Das ist überhaupt nicht mein Thema, hier irgendwelche finsteren Besoldungsdinge zu machen. Das ist doch albern. Es geht am Ende um die Frage, wie kriegen wir gute Kolleginnen und Kollegen möglichst schnell ausgebildet und die dann sozusagen auch fit für den Beruf sind. Das ist meine ganz simple Erwartungshaltung und die erfüllt sich strukturell im Moment nicht.
Und deswegen will ich an die Strukturen ran. Nicht, weil mir das Spaß macht und nicht, weil ich da irgendwie Lust drauf habe, sondern einfach, weil die Notwendigkeit da ist, das so hinzukriegen. Ich möchte Ihnen gerne erstmal folgen bei den Strukturen. Professor Strackejahn in Magdeburg, wenn Sie wissen, dass es schon Probleme gibt jetzt in den MINT-Fächern, ja, Sie als Technikausbilder dort an der Otto-von-Guericke-Universität, könnten Sie sich denn vorstellen, auch größer zu denken, wenn es jetzt nicht die pädagogische Hochschule zum Beispiel sein soll, aber dass Sie so eine Art nationales Zentrum für genau diese Fächer in Deutschland sein könnten, weil es da möglicherweise auch Bewegung geben könnte, zwischen Bund und Ländern da neu zu strukturieren? Wie viel Charme hat das? Ja, die Zentrenbildung in der Lehrerbildung steht unserem Befund oder der Erfahrung entgegen, dass gerade die Lehramtsstudierenden relativ immobil sind. Also es gibt, wenn man mal Erhebungen durchführt, in welchem Umkreis rund um den eigenen Wohnort, den Ort, an dem man die Kindheit verbracht hat, das Abitur abgelegt hat, die ist im Lehramt nicht besonders groß. Also ich bin nicht sicher, außer man versucht jetzt wirklich zwanghaft zu lenken. Das wäre natürlich eine Option, indem man sagt, ihr müsst euch dann bewegen, weil es vor der Haustür nicht geht. Frau Gerd hat ja eben dieses Beispiel genannt, dass wir mit der Einführung vor allem auch von Mathe völlig überraschend, wie ich muss ich sagen, das hatte ich vor 3 Jahren nicht erwartet, als wir ja gegen gewisse Widerstände mal probiert haben, lass uns doch einfach mal schauen, ob wir nicht aus einem bestehenden Reservoir den Kuchen dann einfach nur kleiner schneiden, denn davon hätte ja niemand was, dann wären am Ende nicht mehr junge Lehrerinnen und Lehrer im System, sondern einfach nur mal schauen, ob es nicht gelingen könnte, diejenigen, die sonst nicht zu uns kommen. Das mögen auch Sachsen-Anhalterinnen gewesen sein, oben aus der Altmark, die werden vermutlich eher nicht nach Halle kommen. Wir schauen uns ja diese Wanderbewegungen sehr genau an. Die wären vielleicht eher nach Braunschweig gegangen. Und dann haben wir eine Ecke im nordöstlichen Sachsen-Anhalt, da ist man dann sehr schnell in Potsdam oder Berlin. Also wenn man da Angebote schafft und sagt, ihr könnt nicht nach Potsdam, weil es ein Zentrum gibt, ihr müsst nach Magdeburg oder nach Halle, dann wäre so eine Lenkungsbewegung möglich. Ansonsten halte ich das für schwierig, das auf wenige Standorte zu konzentrieren. Von der Ausbildungsqualität, also tatsächlich dafür zu sorgen, dass diese Verschränkung der Fachwissenschaft, und die muss natürlich in den technischen Disziplinen auch ein Stück weit stärker da sein, das hielte ich schon für gut, denn es ist in der Tat ein Problem fürs Lehramt. Gerade in einer Einrichtung, zum Beispiel Physik, haben wir neu wieder eingeführt. Wir reden da schnell über 500.000 Euro, die notwendig sind, damit man dann die Praktika, die man im Studium vermitteln möchte, tatsächlich auch durchführen kann. Und dann kommt zum Teil natürlich auch der Schock. Wir haben dann gut ausgerüstete Dinge in den Hochschulen und Universitäten und dann kommen die in die Schulen, in Labore, wo sie sagen, was soll ich hier eigentlich, ist auch ein Problem. Also ich sehe die Beschränkungen darin, dass die uns nicht in die Zentren folgen und wir deshalb nicht unbedingt die Lösung hätten, die eben angesprochen 1.300 bis 1.500 auch tatsächlich zu gewinnen. Und wenn sie in einem Zentrum außerhalb von Sachsen-Anhalt waren, dann ist ja die Frage, kommen sie zurück? Das sind die Überlegungen, die kann man in der Medizin, wo die Bewerberinnen und Bewerberzahlen bei weitem das Angebot übersteigen. Da kann man lenken, das kann man zuteilen. Aber fürs Lehramt sehe ich da ein bisschen Probleme. Aber man, offen wären wir, ja, sowas zu probieren, selbstverständlich. Ja, wie man das möglicherweise an der MLU sieht. Ich bin auch gleich wie vor Ihnen, Frau Gerd. Herrn Tietjes, reden wir gleich. Aber Frau Linke von den Grünen zum Beispiel, Sie haben ein bisschen den Kopf gerade so genickt, also mit der Lenkungsbewegung. Also wie mobil oder flexibel sind denn so angehende Lehrer aus Ihrer Sicht? Ich habe es ja in meinem Anfangsstatement schon versucht zu vermitteln, dass das tatsächlich auch ja, statistisch einfach bewiesen ist, dass es total sehr schwer ist, ja, Menschen wegzubekommen und dann sozusagen zu steuern, dass die an bestimmte zentrale Orte kommen. Deswegen halte ich auch wirklich gar nichts von der pädagogischen Hochschule, auch um nicht die Hochschulen zu schwächen. Denn das muss man ja auch mal sehen. Unsere Hochschulen leiden ja enorm. Die Bewerberinnenzahlen gehen stark zurück, die Matrikulierendenzahlen gehen zurück. Also wir sollten eher die Hochschulen, die es gibt und auch die Universitäten, die beiden natürlich stärken, als jetzt da was Neues aufzubauen. Dann bilden wir sie hier aus und dann passiert, dass sie irgendwo anders doch hingehen und aber nicht in Sachsen-Anhalt bleiben. Ja, wenn ich antworten sollte, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das muss ja auch gepaart werden mit einer gewissen Marketingwirkung und natürlich muss die Qualität auch steigen in den Hochschulen. Und wenn sich das rumspricht, dass die Didaktikausbildung stärker zunimmt, dass auch Digitalisierung, Medienbildung stärker Einzug erhält in die Lehramtsausbildung, ich glaube, dann können wir auch ein Magnet sein in Sachsen-Anhalt. Und in Bildung sollte man immer investieren. Also ausfinanzierte Hochschulen sind da wirklich der wichtige Punkt, der auch schon angesprochen wurde heute.
Katja Pehle von der SPD. Was machen wir mit Lenkungsbewegungen, mit der Ausstattung von Universitäten? Und wie kriegen wir dann die Lehre auch dorthin, wo wir sie ja auch brauchen, natürlich im ländlichen Raum? Also ich finde Diskussionen immer, wie attraktiv ist Sachsen-Anhalt als Studienort und als Arbeitsort, immer sehr faszinierend. Aus zwei Gründen. Auf der einen Seite sind wir immer in großer Sorge, dass Studierende selbst den Weg aus der Altmark nicht nach Halle finden. Das überrascht mich immer, weil in Halle studieren nicht nur Hallenserinnen und Hallenser und nicht nur Menschen, die im Saalekreis oder im Burgenlandkreis Abitur abgelegt haben. Und dann sagen wir aber gleichzeitig, die anscheinend so Immobilien, merken wir, gehen dann aber in andere Regionen der Bundesrepublik, um dort Lehrerinnen und Lehrer zu werden. Also ist doch die Frage, wie kriegen wir beide Ansichten denn übereinander gelegt? Natürlich müssen wir etwas für die Attraktivität des Studiums tun. Die beiden Hochschulen tun da schon viel. Aber mehr Personal, bessere Ausstattung, ohne Zweifel. Da müssen wir was hinbekommen und insbesondere auch, das hat Professor Ritter auch gesagt, auch Stärkung der Didaktiken. Weil ich glaube, jemand, der sich interessiert, Lehrer zu werden, der nimmt die Fachwissenschaften natürlich als sein Handwerkszeug, aber er braucht die Didaktiken, die Erziehungswissenschaften, die Bildungspsychologie, um das auch tatsächlich immer rüberzukriegen. Wir haben an vielen, vielen Stellen diskutieren wir nicht zu Unrecht, aber wir diskutieren über die Fachwissenschaften und weniger über die Bildungswissenschaften. Und die müssen wir an dieser Stelle deutlich stärken, um auch attraktiver Ausbildungsort zu sein. Und ich bleibe dabei, wir müssen schon während des Studiums den Studierenden den vielgesagten Praxisschock verpassen. Die Thüringer haben ein Modell des Praxissemesters relativ zeitig im Studium, damit angehende Lehrämtler auch merken, es gibt ein Leben außerhalb von Magdeburg und von Halle. Ich weiß, als Hallenserin ist immer schlecht vorstellbar, aber das gibt es tatsächlich und es gibt dort auch Schulen und es gibt auch Lehrerkollektive, die froh sind über junge Bewerberinnen und Bewerber. Und auch die in Halle studieren, sind ja nicht alle aus Halle gekommen. Die gehen vielleicht auch wieder an die Schule, an der sie selber ihr Abitur abgelegt haben, an der sie die Grundschulzeit erlebt haben. Und diese Verbindungen muss man nutzen. Und ich sage auch ganz, ganz deutlich, egal wie hoch wir die Studienkapazitäten fahren, ich bin da auch eher bei Professor Strackejahn. Wir haben ein Dilemma. Erstens, der Druck auf die junge Generation in allen Bereichen des Studiums, genau wie sie in der dualen Ausbildung, wächst. Und wir haben einfach das Problem, dass wir auch bei steigenden Kapazitäten die Frage haben, kriegen wir in den nächsten Jahren tatsächlich das mit grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern diese Lücke des Lehrerbedarfs gedeckt. Aktuell, die Zahlen sagen nein. Wir werden also in den nächsten Jahren auch verstärkt in die Ausbildung und Weiterbildung von Seiten- und Quereinsteigern investieren müssen, damit diese uns helfen, die Lücke an den Schulen zu schließen und das pädagogisch geschult, fachlich geschult und durch das Angebot eines zweiten Studiengangs auch mit der Perspektive als grundständige Lehrkräfte an den Schulen auch zu bleiben und nicht nur eine gewisse Lückenbüßerfunktion zu haben. Ich glaube, das muss man in die Diskussion definitiv mit einbringen. Und auch dafür brauchen wir die beiden Universitäten, weil die müssen die Weiter- und Fortbildung universitär absichern. Strukturen, in den Strukturen, die wir möglicherweise gebrauchen können. Ich bringe eine weitere Stimme ein. Ann-Kathrin Brecht hat sich gemeldet. Die Frage würde ich mal an den Rektor der Martin-Luther-Universität richten. Wäre es nicht sinnvoll, die Struktur des Lehramtsstudiums zugunsten eines dualen Studiengangs umzugestalten, um möglichst frühzeitig praktische Erfahrungen sammeln zu können und eine Zweitkraft unterstützend im Unterricht dabei ist? Ja, ich würde die Frage gerne vielleicht zusammen mit Herrn Ritter beantworten. Wir haben ein Lehramtsstudium, das einen schon jetzt sehr hohen und frühen vor allen Dingen Praxisanteil hat. Es ist ja nicht so, dass wir rein theoretisch ausbilden und unsere jungen Menschen dann sozusagen ins unwissende Praxisleben entlassen. Im Gegenteil, das ist schon ein hoher Praxisanteil. Ich möchte das aufgreifen, was Herr Ritter auch gesagt hat. Wir haben zunehmend gesellschaftliche Herausforderungen, die den Beruf als Lehrerin extrem anspruchsvoll, fordernd, herausfordernd machen. Vielleicht haben die einen oder anderen gelesen, eine jüngste Studie unserer Universität zum Burnout-Phänomen im Lehrerinnenberuf. Ich denke in aller Deutlichkeit, auch an den Bildungsminister gesprochen, wenn wir wieder gleichsam historisch zurückgehen und mehr die Ausbildung und weniger die Bildung in den Vordergrund stellen,
dann überfordern wir in einer komplexen Gesellschaft wieder unsrigen, unsere jungen Menschen, die dann den Beruf ausüben, über 30, vielleicht sogar 40 Jahre hinaus, so substanziell, dass die Schülerinnen und Schüler nur Schaden nehmen können und natürlich die Lehrerinnen selbst. Wir müssen andersrum unsere jungen Kolleginnen und Kollegen so ausbilden, dass sie in der Lage sind, mit der Komplexität umzugehen. Und das setzt Bildung im akademischen Sinne voraus, so wie Herr Ritter es vorhin auch geschildert hat, und nicht Ausbildung in einer von nur auf heute betrachteten Bedarfsperspektive. Vielleicht ein letztes Wort. Wir reden, und das ist gar kein Vorwurf, weil es vielleicht gar nicht anders geht, über Bedarfe bis 2030, die berechnet werden, ob fundiert oder nicht. Wenn wir heute anfangen, unsere Kapazität zu ändern im Jahre 2021, 2022, dauert es 7 Jahre, bis die Lehrerin, der Lehrer vor einer Klasse steht. Das heißt, wir sind im Jahre 2028, 2029, wenn wir heute etwas ändern. Und wer von uns hat denn die Gewissheit zu sagen, wie die Kapazität dort ist? Wir müssen auch vorsichtig sein, sozusagen, Jens Strackelian hat es auch angesprochen, auf die Nachhaltigkeit unserer Investitionen zu schauen. Im finanziellen Sinne, wie aber auch mit Blick auf Erwartungshaltung, die wir jungen Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen im Studium. Wie können Sie sich denn vorstellen, mit Herrn Strackelian irgendwie so ein bisschen bei den Fächerkombinationen so ein bisschen rumzuwürfeln, also das eine nach da, ein bisschen hier was, um auch da mehr Kombinationen also zu schaffen, auch was gebraucht wird? Das Thema ist zu ernst, um zu würfeln. Die alten ideologischen Grabenkämpfe zwischen Halle und Magdeburg sind hoffentlich längst überwunden. Wir haben unsere Profile als Universitäten. Herr Strackelian hat es gesagt, das gilt für die Martin-Luther-Universität genauso. Darauf sind wir verpflichtet und danach werden wir auch bezuschusst durch den Steuerzahler. Andersrum gesprochen, wir können unsere Universitätsprofile als eher technisch orientierte Universität, als eher Volluniversität hier in Halle nicht vollständig aufgeben aus dem Grunde der Lehrerbildung heraus, denn wir haben noch ein paar mehr Studenten, nämlich ungefähr 16.500 in Halle, die nicht Lehramt studieren. Wäre das ein Argument für eine pädagogische Hochschule? Nee, im Gegenteil. Ist es ein Argument für die Universität oder für beide Universitäten. Ich will es nur an einem Beispiel deutlich machen. Großer Bedarf besteht im Bereich Lehramtssekundarschule. Unsere Studierenden hier in Halle, die Lehramtssekundarschule studieren, sitzen zu 90% ungefähr in denselben Veranstaltungen wie unsere Studierenden Gymnasiallehramt. Das auseinanderzureißen und 2 Lehrveranstaltungen anzubieten für dieselbe Kohorte, wie es dem Bildungsminister vorschwebt durch eine PH, wäre so etwas an Steuergeldverschwendung, wie man es sich kaum vorstellen kann. Herr Ritter, wie ist das so mit der Durchlässigkeit auch der Ausbildung oder Bildung hier? Also sind in der Grundschulstufe unterwegs, ja, aber gerade Gymnasialstufe, Sekundarstufe, überschneidet sich da vieles? Könnte man da was zusammentun? Wäre das effektiver? Wäre das sinnvoller, besser? Ja, das ist immer wieder schon der Vorschlag gewesen, die Sekundarstufen-Lehrämter vor allen Dingen zusammenzulegen. Das wäre rein steuerungslogisch fürs Land die sinnvollste Lösung. Es ist strukturell in der Universität sinnvoll. Das ist eine rein ideologische Entscheidung, das nicht zu tun. Aber das ist ja auch hinlänglich bekannt. Ich glaube, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Sobald man sich mal die Strukturen anschaut, ist das offenkundig. Aber ich will noch mal auf einen anderen Punkt eingehen, weil es jetzt immer wieder auch aus meiner Sicht so eine etwas naive Vorstellung auch im Raum steht, was ein gutes Studium ist und was ein geeignetes Studium ist. Ich höre sehr viele Studierende, die mit großer Begeisterung in fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen sind, die davon profitieren, dass sie einen weiten Horizont bekommen. Es gibt natürlich auch andere, die anderes erzählen. Es gibt aber auch viele, die unzufrieden sind in die praktischen Veranstaltungen. Natürlich. Das liegt aber nicht daran, dass die Struktur falsch ist, sondern weil natürlich Veranstaltungen sehr unterschiedlich sind. Und nochmal ganz dezidiert, niemandem sollen irgendwelche Illusionen genommen werden. Wir brauchen Menschen mit Visionen vielleicht als statt Illusionen, aber das ist ganz wichtig und die sollen wir auch aufbauen helfen. Aber was dazu hilft, ist vielleicht nicht unbedingt das, was man offenkundig auf den ersten Blick glaubt. Schlagwort Praxis, auf jeden Fall. Mehr Bildungswissenschaft, mehr Didaktik, mehr Praxis, bin ich sofort dabei. Aber dann lasst uns darüber diskutieren, was Praxis ist. Praxis ist nämlich nicht das Anleiten für eine irgendwie rezeptartige Lösung eines unterrichtlichen Problems, sondern Praxis bedeutet aus meiner Sicht die Auseinandersetzung mit konkretem Unterricht, mit konkreten Praxissituationen durch Hospitation, durch Analyse, durch Reflexion, durch Theoretisierung und viele, viele andere Sachen. Dafür gibt es tolle Projekte.
Projekte. Ich nenne jetzt nur mal das Carlyle-Projekt, bin ich selber auch mit engagiert. Da geht es um Verbindungen von fallorientierter Arbeit im Seminar mit Blick auf Heterogenität und Inklusion. Da sind wir gut, da werden wir besser, da müssen wir noch viel besser werden, weil die Herausforderungen riesig sind. Aber das ist die Praxis, die wir im Studium leisten können, ernstzunehmend leisten können. Und das ist die Praxis, die auch die Studierenden, so die Professionsforschung der letzten Jahrzehnte, das auch, also das ist die Praxis, die auch letztlich nachhaltig innerhalb des Professionalisierungsprozesses wirkt. Sehen Sie aber da, was passiert? Also gerade dieser Lehrer im Vorbereitungsdienst, dieses Referendariat, wie das auch abgerechnet organisiert wird, mehr Praktika vorher, kleinere Begleitung durch die Lehrer, was passiert da in der universitären Ausbildung oder was wird da liegen gelassen? Natürlich können wir immer besser werden. Natürlich ist das möglich. Es ist alles immer möglich, besser zu werden. Man darf nicht vergessen, dass die sozusagen Praktikumselemente vermutlich die allerteuersten Elemente im Studium sind. Das muss man auch bedenken, weil natürlich hier die Relationen ganz andere sind. Ich kann nicht mit 30 Personen in die Schule marschieren. Das geht nicht. Da habe ich plötzlich Gruppen von 5, 6, 7, vielleicht 10 Personen. Das soll jetzt vielleicht auch nicht mein erstes Argument sein. Ich muss mich ums Geld ja nicht kümmern. Wir gehen mal davon aus, dass es da genau. ist. Wir müssen bloß organisieren. Vielleicht eine Lösung, eine Möglichkeit. Ich sehe zum Beispiel eine große Chance darin, in der Zusammenstellung der Dozierenden. Ich kann es ja mal sagen, wie wir es für unseren Bereich gelöst haben, für den Arbeitsbereich Deutsch, den ich gemeinsam mit meiner Kollegin Anke Reichert zu verantworten habe. Wir bemühen uns um eine große Heterogenität auch im Bereich der Dozierenden. Heißt, wir haben in einem Bereich, der sich vorrangig um die Didaktik kümmert, Studierte und promovierte Literaturwissenschaftlerinnen, genauso wie studierte und erfahrene Lehrkräfte, die zum Teil auch mit einer halben Stelle in der Schule arbeiten. Weil wir glauben, es bringt überhaupt nicht, das gegeneinander auszuspielen, Wissenschaft und Praxis, sondern miteinander ins Gespräch zu bringen. Und zwar durch Menschen, die das eine und vielleicht auch Menschen, die das andere können. Im besten Falle oder nicht im besten Falle, in einem anderen Fall vielleicht, die sogar beides können. Aber Menschen, die auch miteinander arbeiten und nicht nur Lehrveranstaltungen geben, sondern in dem Team sich konzeptionell über ein Studium Gedanken machen. Und ich glaube, das schaffen wir ganz gut und das würde ich auch für geraten halten. Die Voraussetzung ist, dass die Personen nicht den ganzen Tag ausschließlich in Seminaren sitzen und wenn sie gerade mal nicht in Seminaren sitzen, Hausarbeiten lesen müssen. Das ist dann die Kapazitätsfrage. Ja, alles Möglichkeiten, weil es der Professor Titi gerade angesprochen hat, Lüder Hüskens von der FBTP. Wir können uns jetzt nicht ganz schnell natürlich die neuen Lehrer backen, das braucht alles seine Zeit, das ist ein Prozess. Aber kennen Sie denn, dass Sachsen-Anhalt alle Möglichkeiten ausschöpft, die jetzige Situation zu verbessern? Wenn ich zum Beispiel an Lehrer denke, die in Ruhestand gehen, die vielleicht aber gern weiterarbeiten wollten und möglicherweise gar nicht so zurück können oder nicht da bleiben können, sind da hier noch Reserven aus Ihrer Sicht? Ja, aus meiner Sicht hat Sachsen-Anhalt eine ganze Reihe von Reserven. Das eine haben Sie gerade angesprochen, die Frage, kann ich ältere Kolleginnen und Kollegen länger im Schuldienst halten? Das andere ist die Frage, kann ich zum Beispiel durch Verwaltungsassistenten die Lehrerinnen und Lehrer von der Arbeit entlasten, die sie ohnehin nicht so rasend gerne machen, halt eben mehr Kapazitäten in der Schule haben. Aber auch noch ein Punkt, und das adressiere ich jetzt wieder zurück an die Universität, die Frage, was machen wir eigentlich mit der hohen Abbrecherquote? Was können wir gemeinsam, also Politik und Universitäten, tun, um diejenigen jungen Menschen erfolgreich durch das universitäre Studium zu begleiten, die zumindest mal mit dem Wunsch gekommen sind, Lehrer zu werden und dann im Laufe des Studiums sich entweder anders entschieden haben oder halt das Studienziel nicht erreicht haben. Vielleicht noch bei dem Punkt noch mal eine ganz kurze Bemerkung. Ich hatte eingangs ja gesagt, pädagogische Hochschule, schöne Idee. Das ist so eine feine Nebelkerze, die man in den Raum schmeißen kann. Ich finde, das hat jetzt bei uns hier schon ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt schon sehr lange genau darüber diskutiert, anstatt uns wirklich die Fragen zu stellen, die eigentlich anstehen. Was mache ich innerhalb der Strukturen, die ich im Augenblick habe, um die möglichst schnell so gut zu bekommen, dass wir weniger Abbrecher haben? Und wenn offensichtlich das Land so viel Geld hat, dass es eine eigene, und zwar eine universitäre pädagogische Hochschule aufstellen kann, dann müssten wir eigentlich auch in der Lage sein, das an den Hochschulen zu ergänzen, was jetzt sowohl von Professor Tietje als auch von Professor Strackeljahn hier schon angemahnt worden ist. Von daher bin ich mal optimistisch, dass auch ohne neue Strukturen das in der nächsten Legislatur funktioniert. Also weniger Abbrecher in den universitären Strukturen. Herr Strackeljahn, gleich sind Sie dran. Aber Frau Gerd, zunächst einmal, wie erleben Sie das denn? Also warum sind die Abbrecherquoten noch so hoch, zu hoch? Das hat mit Studienbedingungen natürlich was zu tun, völlig klar. Wenn ich jederzeit einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin habe, dann kann ich auf jeden Fall besser agieren.
Aber ich bin eher unruhig geworden bei dem, was Herr Tullner gesagt hat. Weniger mit der Pädagogischen Hochschule. Ich glaube, da hat Frau Hüskens recht, diese Nebelkerze sollten wir jetzt aus der Tür rauskehren und vergessen. Aber Herr Tullner hat unter anderem gesagt, dass es lange Ketten gibt zwischen Ministerium und Universitäten und zwischen zwei Ministerien. Und das ist doch das, was letztendlich ärgerlich macht und was letztendlich ungeduldig macht. Wir haben als GW, Herr Lippmann hat ja darauf hingewiesen, 2016 angefangen, unsere erste Broschüre zu machen. 2016 war mehr oder weniger allen klar, dass wir einen Lehrkräftemangel haben. Und sagen wir mal so, 2017, 2018 kam der Bericht der Expertenkommission, da war der Lehrkräftemangel offenkundig. Die, die wir daraufhin hätten einstellen können in die Universitäten, die Studierenden, die wir hätten aufnehmen können, die wären jetzt schon halb fertig. Also es geht nicht darum, 2021 oder 2022 vielleicht anzufangen und jetzt zu sagen, okay, die sind vielleicht 30 fertig und was bis dahin ist, wissen wir auch nicht. Ich zitiere mal einen Satz aus der Fortschreibung des Expertenberichts. Bedarf und Lehrkräfteangebot werden sich nach 2030 aufeinander zubewegen. So unklar und so vorsichtig formuliert dieser Expertenbericht. Das ist jetzt schon die Fortschreibung bei der ganzen Geschichte. Und gefühlt passiert eben immer noch nicht so richtig etwas. Und das ist das, was einen so ärgert, dass es nicht so richtig vorwärts geht, dass diese langen Ketten da sind, dass man ewig miteinander redet, dass man auch ewig, und das geht jetzt ein bisschen in Richtung Universität Halle, dass man auch ewig darüber redet, welche Fächer sind denn tatsächlich wichtig und welche Fächer müssen finanziert werden. Und auch das wäre meine Frage jetzt auch an die Politikerinnen, kann man denn nicht tatsächlich sag mal so, das Geld, was man gibt, an die entsprechenden Fächer binden. Die Uni Halle bildet möglicherweise Lehrkräfte aus, die nie in Sachsen-Anhalt einsetzbar sind. Ich sag mal Religion, schönes Fach, natürlich brauchen wir das. Und ich will auch gar nicht irgendjemand ausreden, aber gebraucht wird Mathe, Deutsch, Englisch, Chemie, Physik. So, und da müssen klare Regelungen geschaffen werden und die Regelungen müssen auch so geschaffen werden, dass das Geld letztendlich an das gebunden wird, was notwendig ist. Herr und Stadt, das ist sozusagen eine Frage an beide und verzeihen Sie mir, ein bisschen Ungeduld ist dabei. Was den Praxisschock angeht, wenn wir gute Praxis machen wollen, müssen wir gute Schulen haben. Und wenn wir Lehrkräfte in den Schulen auffangen wollen, ihnen eine gute Schule zeigen wollen, dann brauchen wir auch dort genügend Personal. Und da beißt sich die Katze wieder ein Stückchen in den Schwanz. Im Moment haben die Lehrkräfte an den Schulen alles Mögliche zu tun. Und ein bisschen wenig Zeit, um Studierenden jetzt zu zeigen, wie schön Schule eigentlich sein kann. Also das ist eigentlich schön, Herr Strackejahn, dann machen wir das doch gleich mal. Sie wissen jetzt in 10 Jahren, was tatsächlich an Fächern gebraucht wird an unseren Schulen und könnten jetzt Ihr Angebot entsprechend gestalten. Ginge das so einfach? Was denken Sie? Ja, man könnte schon auch im Rahmen der Möglichkeiten, die Magdeburg im Augenblick hat, mehr machen, als wir im Augenblick tun. Mit Aufwand, den man dann auch mal besprechen muss. Von mir aus auch mit einer gewissen Bindung, die Frau Gerd gerade anmahnte. Da sind wir ja grundsätzlich gesprächsbereit. Wir wissen doch, dass wir unter den knapperen Ressourcen auch effizient, und das können wir auch agieren müssen. Aber irgendwann ist einfach, Christian Tietje hat vorhin gesagt, Ende der Fahnenstange. Da will ich an einem Beispiel nur noch mal um Verständnis bitten, weil es kommt teilweise so rüber, als wären wir da einfach nur renitente Gegner dieser Überlegungen. Nee, es sind einfach Dinge, die der Bund, damit meine ich jetzt nicht das Lehramt, aber der Bund in 9 Studienprogrammen, die Heilberufe gehören dazu, die Akademisierung, im Studiengang der Psychotherapie, der jetzt kommt, völlig neue Herausforderungen an uns. Der Bund gibt bestimmte Mittel zur Verfügung, die reichen oft überhaupt nicht. Und der Zukunftsvertrag, der jetzt ausgehandelt wurde, den sollten wir eben nicht primär mit Mitteln, die originäre Landesaufgaben sind, wie zum Beispiel die Lehrerbildung. Dafür haben die in Berlin auch wenig Verständnis, wenn wir die da einsetzen. Diese neuen Aufgaben, die in Berlin generiert werden, okay, Halle fängt jetzt an oder hat ja schon begonnen im Bereich der Hebammenausbildung, die Pflegewissenschaften, da kommen weitere. Das kostet unglaublich viel Geld. Und das haben wir im Blick und sagen, da ist einfach an der einen oder anderen Stelle
nicht mehr drin. Das nur noch als Anmerkung. So, also man kann nicht alle zwei Jahre einfach mal ummodeln, das ganze System, oder wie flexibel sind Sie da? Also wir sind in ohnehin bestehenden Fächern ist die künstliche Beschränkung, und ich glaube auch, dass wir damit Halle mittlerweile deutlich weiter sind als vor 3-4 Jahren, da wäre diese künstliche Beschränkung im Augenblick nur hinderlich und man könnte sie aufheben und könnte sich in einigen Jahren überlegen, ist das tatsächlich jetzt noch notwendig? Und dieser Zeitraum scheint sich ja immer weiter in die Zukunft zu schieben, sodass wir das schon auch unter gewissen Nachhaltigkeitsaspekten verantworten können. Nur, wenn wir nochmal überlegen, diese 1300 in etwa, mit Blick auch auf die Abiturientinnen und Abiturienten des Landes, dann reden wir vielleicht über 25%. Gleichzeitig, und wir haben natürlich die Möglichkeit, bei Tagen der offenen Tür, auch wenn die nur im Augenblick digital stattfinden, vielleicht doch noch mehr in das Lehramtsstudium zu holen, vielleicht zu begeistern. Aber damit verringern wir doch nicht die Abbrecherquote. Denn wir haben diejenigen, die vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt waren, die das Lehramt nicht als Berufung von vornherein gesehen haben, wenn das überhaupt geht, die holen wir mit hinein. Dann haben wir einen Jahrgang oder zwei Jahrgänge, die jetzt kommen, die Corona erlebt haben. Ich bin nicht sicher, ob das die Gelingensbedingungen tatsächlich dann ins Lehramt zu gehen, das als Studiumwunsch zu sehen, ob das auch erhöht. Also die Herausforderungen, um aus dem Potenzial insgesamt was zu machen, sind nicht einfacher geworden. Und deshalb brauchst du, glaube ich, auch relativ schnell jetzt mal wirklich ein Zusammenbringen aller Kräfte, auch der guten Ideen, die da sind, ein Stück weit auch Pragmatismus. Ich kann ja irgendwie Herrn Thul noch verstehen, dass er sagt, ich habe einen bestimmten Bedarf, dafür bin ich zuständig. Gleichzeitig ist meine Wirkmächtigkeit im Bereich der Bildung der Lehrerinnen und Lehrer an den Universitäten begrenzt. Und das hat schon in den vergangenen Monaten intensive Diskussionen in den Zielvereinbarungen gegeben. Aber sie sind auch notwendig. Sie geben uns für die 5 Jahre das Geld. Und auf der anderen Seite versprechen wir bestimmte Dinge. Und wir wollen nicht vertragsbrüchig werden. Und dazu brauchst du eben dieses Mittel. Also deshalb dieses intensive Ringen. 5 Jahre sind im Augenblick auch zu lange. Wir können jetzt nicht, Frau Linke hat es vorhin gesagt, mit den nächsten Zielvereinbarungen, die Zeit haben wir nicht. Da sind wir, glaube ich, alle ungeduldiger. Vor allem sind es eben die Eltern, die in den Schulen darauf warten, dass tatsächlich Lehrkräfte da sind. Also wir müssen schneller agieren und wir bräuchten innerhalb der nächsten Wochen bis Monate schon mal ein paar Entscheidungen, wie es weitergehen kann. Und das sind strukturelle Probleme auf anderer Ebene jetzt, aber die natürlich reinspielen. Aber Professor Tietje, Sie kriegen das Geld und aber der Herr Tullner oder wer auch immer dann das Ministerium leiten wird nach der Wahl, möchte aber auch die richtigen Lehrer an der richtigen Stelle dann haben. Frau Gerd hat ketzerisch gesagt, was ist mit der Religion zum Beispiel? Denken Sie da regelmäßig neu drüber nach? Wo sind die Bedarfe? Wo muss ich da hin und wie können Sie da umsteuern? Innerhalb eines relativ nicht starren Systems, aber doch etablierten. Ja, vielen Dank. Das Anliegen, das artikuliert wurde, dass wir bedarfsgerecht ausbilden, unterstützen wir natürlich dem Grunde nach. Das gilt für alle Studienfächer letztlich. Die Universität hat eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung. Sie wird steuerfinanziert. Und natürlich ist es auf alles bezogen, was wir anbieten, von der Medizin bis zur Rechtswissenschaft ein natürlich auch auf den Markt ausgerichtetes Angebot. Es ist nur Folgendes zu sehen. Erstens, es macht wenig Sinn, einzelne Fächer herauszugreifen, zum Beispiel evangelische Theologie, weil dahinter steht immer ein Zweitfach, gegebenenfalls ein Drittfach. Und sozusagen mit der Kapazitätsbegrenzung, nehmen wir mal die Theologie, und das wissen wir, würden wir Studenten als solches verlieren, die nämlich unbedingt als einfach die Theologie wollen und dann Deutsch als Zweitfach oder was auch immer in Betracht kommt, wählen. Wir haben das gemacht, 2013 ungefähr, und haben gewisse Aufnahmekapazitäten in manchen Fächern reduziert. Konsequenz, nicht, dass die Studierenden etwas anderes gemacht haben, sondern die gehen weg. Dann gehen die nach Hannover, Leipzig oder Göttingen. Und ob das die richtige Strategie für das Land Sachsen-Anhalt ist, darüber wäre dann zu reden. Zweitens, wir haben natürlich Beschäftigungsverhältnisse in einzelnen Fächern. Und ich denke, auch die GEW wird zustimmen, Hire-and-Fire-Politik bei Beschäftigten der Universität wäre nicht unbedingt gut. Das heißt, wir bleiben bei der Theologie, dort begrenze, damit weniger Personal brauche, dann heißt das ja nicht, dass die wissenschaftliche Mitarbeiterin aus der Theologie jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin der Mathematik wird. Das funktioniert so nicht. Drittens, wir haben, und das
hat nichts mit der Universität Halle oder Magdeburg zu tun, ein Numerus Clausus, ein Kapazitätsrecht in Deutschland. Das heißt, als Universität haben wir sehr vereinfacht gesagt, nur die Möglichkeit, ein Studienfach freizugeben in der Einschreibung oder es zu begrenzen in der Kapazität. Wenn wir es in der Kapazität begrenzen wollen, haben wir ein klares rechtliches Regelwerk, das uns vorschreibt, wie das zu geschehen hat, weil wir sonst nämlich in Gleichbehandlungsprobleme auf Abiturientinnen und Abiturienten kommen. Geben wir frei, und das hatten wir immer wieder, diese Phänomene. Ich sag mal, wir haben ein Studienfach, das wir hatten eine Kapazität, das können wir vernünftig betreuen, für 50 Studierende. Das geben wir frei, kein NC, und es immatrikulieren sich 300 Studierende. Dann stehen wir da. Wir können niemanden von denen abweisen. Dann müssen wir 300 junge Menschen betreuen, obwohl wir nur wissenschaftliche Mitarbeiter und anderes mehr, Professoren, für 50 haben. Und das ist eine Verantwortung, die wir jungen Menschen gegenüber haben. Wir versündigen uns da an den jungen Menschen, denen wir die Illusion bieten, ein gutes Studium in Halle machen zu können, obwohl weder Seminarplätze noch Dozentinnen und Dozenten da sind. Und das ist die Herausforderung. Wir müssen begrenzen, weil wir haben keine Laborplätze, wir haben keine Seminarräume, wir haben keinen Quadratmeter mehr an Aufwuchs im Bereich unserer Hörsäle bekommen seit der Erhöhung der Kapazität im Lehramt und anderes mehr. Das ist eine Verantwortung. Wir müssen begrenzen. Wir können nicht alle aufnehmen, die bei uns studieren wollen. Auf der anderen Seite haben wir Fächer, die wir freigeben, wo wir zu wenig Interessierte haben. Und das ist das Dilemma, in dem wir stehen. Es ginge alles, wenn die Ressourcen an der Stelle erhöht würden und wir das Kapazitätsrecht die Aufnahmekapazität erhöhen könnten. Das taucht tatsächlich auch in den vielen Fragen auf, die uns erreicht haben. Wird es auch in Zukunft weiter NC-Beschränkungen geben, obwohl, und das ist der Punkt, es diesen massiven Lehrermangel gibt? Ich nehme an, Herr Minister Tullner, Sie würden den NC sofort aufheben? Natürlich würde ich das machen, weil ich habe natürlich einen Bedarf, schwang ja manchmal zwischen schulpraktischen und Schulausbildungs- oder Lehrerausbildungsfragen. In den Schulen ist natürlich der Lehrermangel jetzt und die Eltern, die haben ihre Kinder jetzt in der Schule und der Unterricht fällt jetzt aus. Und dagegen kann ich natürlich jetzt nicht erst mit Strategien kommen, die nur mittel- und langfristig wirken. Und trotzdem muss ich beides machen. Ich muss mittel- und langfristig eine Zielvorstellung haben, wie kann ich die Lehrerbildung aufstellen. Da haben wir übrigens, Frau Pehle war ja dabei, bei der Ebert-Stiftung mal eine sehr interessante Diskussion neulich gehabt mit Herrn Brotkorb, der ein sehr kluges Buch dazu geschrieben hat. Brotkorb war in Mecklenburg-Vorpommern mein Kollege, dann war er Finanzminister. Der stellt am Ende die akademische Freiheit von Lehrer für Lehrerausbildung in Frage, im Sinne eines Durchgriffsrechts, der Lehrerbedarf ist auf die Dinge. Das ist natürlich jetzt nochmal pointierter, deswegen sage ich, ich fühle mich eigentlich immer nur verhalten provokant. Aber an der Stelle müssen wir die Dinge so abbilden, dass wir auf der einen Seite schnell handeln. Und ich verstehe natürlich eine Universität, die dann auch sofort und auch natürlich geprägt ist von den brachialen Spardebatten der vorvergangenen Wahlperiode etc. Das bleibt natürlich, bleibt ja alles noch im Hintergrund erhalten. Also da kann ich sogar das total nachvollziehen. Aber Fakten jetzt nicht, diese Tippetappetour ewig machen, um am Ende irgendwie mein Ergebnis zu haben, das muss jetzt schneller kommen. Und ich mache mal bei einem Beispiel deutlich, ich habe Geld in die Hand genommen, um Seiten- und Quereinsteiger auszubilden. Sorry, jetzt provoziere ich vielleicht mal beide ein bisschen. Da bin ich bei beiden Universitäten gescheitert, da bin ich nach Potsdam gegangen, habe da das Geld hingeschafft und plötzlich danach kam was dann hingekriegt im Jahr drauf, das dann hier bei uns auch nochmal hinzubekommen, mit mehr Geld obendrauf. Und das sind so Debatten, Zeit, Strukturen, akademische Diskursrunden, das verstehe ich alles total, kenne das gut. Hier muss es einfach zügig und schneller gehen und da brauchen wir nicht diese ewigen Schleifen und das macht mich unzufrieden und deswegen erscheine ich vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen radikal, aber ja, die Sache ist es wert. Herr Minister Tullner, den Seiteneinsteiger lege ich mal ganz kurz beiseite. Herr Lippmann, aber wenn wir bei Numerus Clausus nochmal blieben, der Minister würde öffnen, aber Sie haben auch erlebt, was das dann für die Universitäten bedeuten würde, die könnten das gar nicht bedienen. Was also tun? Ja, wir haben auch in den Universitäten eine doppelte Kapazitätsprobleme. Zum einen natürlich das Geld, das haben wir heute hoch und runter diskutiert, es bleibt so Sachen dabei.
Das muss am Ende bezahlt werden. Es kommt aber hinzu, das wissen wir auch aus der Debatten mit Professor Richter und Ritter und so weiter, wenn das Geld jetzt mal auf den Schlag da ist und wir eine große Erweiterung brauchen, dann ist es auch nicht so einfach, qualifiziertes Lehrpersonal auf dem Markt zu finden, weil ja auch in anderen Bundesländern, die schlafen ja nicht, sondern wir sind ja eher oft sehr weit hinten dran. Also nicht mal das kann man mit einem Fingerschnipsen machen. Was ich eben für schwierig halte, ist diese Vorsichtshaltung, die Herr Tietje zum Ausdruck gebracht hat. Wir wissen ja nicht so genau, was in 7 und 8 Jahren ist und welche Kapazität wir jetzt aufbauen. Diese Unsicherheit wird natürlich auch geschürt, ja, auch aus den Ministerien heraus, trotz dieses Expertenberichtes, dass der Eindruck erzeugt wird, das ist nur eine kurzfristige, temporäre Geschichte. Da kann ich nicht die Grundfinanzierung der Hochschulen verändern. Da kann ich nur über Projektzeiträume und begrenzte Zeiträume gehen. Damit können die Universitäten natürlich ihre Grundlast in der Lehrerausbildung auch überhaupt nicht vernünftig gestalten, weder mit gut qualifizierten Leuten noch, dass sie überhaupt welche finden. Und ich will darauf hinweisen, dass genau diese Debatte, wir wissen das alles nicht und können wir und wir müssen vorsichtig sein, das hat uns genau in die Situation geführt, in der wir jetzt sind. Die halte ich einfach nicht für up to date. Die Grundlast der Hochschulen muss deutlich erhöht werden und da reden wir auch weit über 2030 hinaus. Denn darauf will ich hinweisen, die Fortschreibung des Expertenberichtes geht nur, die Frau Gerd zitiert hat, nämlich, dass sich nach 2030 vielleicht Bedarf und Angebot aneinander angleichen. Das geht nicht davon aus, dass das Angebot steigt, sondern diese These geht davon aus, dass man nach 2030 irgendwie vielleicht mit sinkenden Schülerzahlen und einem sinkenden Bedarf rechnet. Das heißt also, auch die Langfristbetrachtung bis 35 und teilweise bis 40 geht nur davon aus, wir kriegen das eh alles nicht hin, das ist alles nicht bezahlbar, wir haben die Leute nicht dafür, die Steuerung kriegen wir nicht in den Griff, wir setzen nur drauf, dass Sachsen-Anhalt sozusagen weiter ausstirbt, nämlich dass Geburtenzahlen sinken, dass Schülerzahlen sinken und dass wir die Leute eigentlich alle nicht brauchen. Das ist Fatalismus pur und hat sozusagen auch mit einer realistischen Perspektive nichts zu tun. Und wenn ich jetzt, bin ich auch gleich fertig, an die NCs denke, die sind total schmerzhaft. Diese NCs in Mathematik, weniger Mathematik in Deutsch. Ja, wir schicken also wirklich in Größenordnungen, haben wir Bewerberinnen und Bewerber in Halle weggeschickt in den letzten Jahren, wir haben es ja genau erfragt, weil wir einen NC hatten, der nicht mal bei der Hälfte dessen lag, was wir an Kapazitäten brauchen, also obwohl wir die Bewerberinnen und Bewerber gehabt hätten, weil die Universität eben die Leute nicht hatte, um das anzubieten. Und ein Fass, das wir heute nicht aufgemacht haben, das aber längst angesagt ist, das ist mit dieser Ressourcenverschwendung mit den geteilten Lehrämtern, Lehramt an Sekundarschule und Lehramt Gymnasium aufzuhören. Und da weiß ich, dass Herr Tollner, weil er das ja schon gemacht hat, sagt, das ist wieder Ideologie, das nutzt ihr jetzt und so weiter. Nee, das ist es eben gerade nicht. Es ist gerade Ideologie, daran festzuhalten, obwohl man sich das überhaupt nicht mehr leisten kann. Ideologie muss man sich leisten können, dann kann man es machen. Aber Ideologie kann man sich an dieser Stelle nicht mehr leisten. Herr Tietje hat ja darauf hingewiesen, dass 90% der Lehrveranstaltungen überschneidend sind. Und wir haben ein Problem, die Bewerber zu gewinnen. Wir haben ein Problem beim Übergang in die zweite Phase. Und wir haben ein Problem beim Einstellung in den Schuldienst. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die hier noch auf den Tisch gehört, wenn man sich schon mal ordentlich über Lehrerausbildung verständigt und auch ein bisschen streitet. Herr Ritter. Ich muss auf die Ausführungen vom Minister Tullner nochmal eingehen, weil mit einem großen Ja und einem großen Nein. Ja, es muss alles schneller gehen. Da bin ich absolut dabei. Ich will berichten zum Thema Seiteneinstieg, wie das gelaufen ist bislang, was ich erlebt habe. Im Dezember 17, kurz vor Weihnachten, haben wir einen Brief erhalten aus dem Ministerium. Wir mögen bitte bis Mitte Januar ein Konzept für den Seiteneinstieg im Lehramt, in dem Falle Grundschule Deutsch, auf die Beine stellen. Ich sollte das moderieren, war Institutsleiter zu der Zeit im Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik und habe meine lieben Kollegen, die wir das alle mitgemacht haben, über Weihnachten dazu gebracht, ein solches Konzept auf die Beine zu stellen. Wir haben das pünktlich am 9. Januar oder so im ZLB eingereicht, das wurde weitergegeben. Daraufhin passiert ein Dreivierteljahr lang nichts. Dann hört man irgendwas, irgendwann kommt dann
dann raus, wir brauchen es doch nicht. Ein Jahr später gibt es dann eine Aktualisierung. Da wird wieder innerhalb von 14 Tagen bitte das aktualisierte Konzept eingefordert. Mittlerweile sind wir bei der dritten Nachfrage. Jetzt könnte es doch eventuell dazu kommen, könnten wir bitte nochmal ein Konzept machen. Habe ich gemacht, kein Problem. Haben wir eingereicht, ist jetzt wieder, wir warten, mal sehen. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube tatsächlich, und das soll jetzt auch keine Schuldzuweisung sein, ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Zeit verlieren in irgendwelchen Prozessen zwischen den Institutionen. Da bin ich völlig dabei. Das löst aber nicht eine neue Institution, die dazukommt, sondern das lösen bessere Prozesse zwischen den Institutionen. Und die brauchen wir. Wir sind uns ja weitgehend doch einig. Das ist ja das Verrückte. Es gibt doch gar nicht viel Dissens in der Sache. Es gibt nur Dissens, wie es gelöst werden kann. Und wenn man mal etwas schneller miteinander ins Gespräch kommen könnte und etwas schneller Entscheidungen fällen könnte und die dann auch etwas mutiger wären, dann hätten wir jetzt bereits die ersten Absolventinnen, die wären jetzt im Juli nämlich fertig, dieses Studiengangs, den wir damals entworfen haben. Die hätten wir jetzt, stattdessen haben sie noch nicht mal angefangen. Ich frage jetzt nicht im Ministerium nach, woran es liegt, weil dann wären wir ja bestimmt auch nicht fertig. Aber sagen Sie mal, diese Seiteneinsteiger, wie viel Schatz liegt da drin und wie funktioniert das schon? Das kann man so gar nicht fragen, weil also wir haben alle ganz, ganz große Bauchschmerzen, die beteiligt sind, wenn es um dieses Thema geht. Weil wir alle wissen, da gibt es grandiose Leute dazwischen, die in die Schule kommen. Und es gibt natürlich auch ganz viele Probleme, die mit diesem Mangel an Qualifikation und Professionalität einhergehen. Das kann man auch pauschal nicht einfach sagen. Quer- und Seiteneinsteigerinnen sind nicht einfach ein Problem oder eine Chance. Die sind einfach erstmal eine Herausforderung, die es jetzt zu bearbeiten gilt. Und was wir brauchen, ist hier eine vernünftige, eine zielführende Struktur, die die Spezifik dieser Menschen aufnimmt. Die haben nämlich eine völlig andere Ausgangssituation als die Studierenden. Deswegen können wir die auch nicht einfach in Vorlesungen setzen oder nur an sehr ausgewählten Stellen. An vielen Stellen brauchen wir ein spezielles Studienprogramm. Da gibt es sehr gute Ideen, die sind auf dem Tisch, die können relativ schnell umgesetzt werden. Und was wir aber auch brauchen, der Minister hat es vorhin gesagt, schnell und viel, das funktioniert nur sehr begrenzt. Wir brauchen auch ein Mindestmaß an Qualifikationszeit, weil man eben nicht von heute auf morgen zur Lehrkraft wird. Also ich sage mal etwas pauschal, 2 Jahre und einen Studientag muss man dafür eben freistellen. Anders geht es nicht. Anders wird es einfach kein Qualifikationsangebot werden, das zu einer grundständigen Ausbildung ähnlichen Angebot führt. Und an der Stelle muss man auch in den sauren Apfel beißen. Wenn man dann die Prozesse schnell auf den Weg bringt, ist man trotzdem noch schneller als jetzt, wie es aktuell läuft. Professor Strackeljahn? Aber wir haben doch gar nicht schlecht begonnen. Also wir haben ja mit 3 Fächern, 2 an der MLU und wir in Magdeburg im vergangenen Jahr mit, und es waren über 30 oder 50 Bewerber in Mathe, um 30 die angefangen haben. Das ist doch erstmal eine sehr gute Geschichte. Ja, das verfolgt man mit Spannung, ob dann der Orchestermusiker, in diesem Fall war es ein Mann, dem dann einfach anerkannt wird, ob das funktioniert. Aber wenn man mal in die Nachbarländer schaut, in die Schweiz, gerade auch aus der Landesregierung, Kollege, dessen Tochter das gemacht hat. Das sind intelligente Modelle, wo Leute, die eine akademische Ausbildung haben, die eine klare Entscheidung treffen, also Abbrecherquoten, wie wir sie vorhin nannten, haben wir da erstmal in einem kleineren Umfang. Das sind dann andere Belastungen, die kommen, also auch familiär das unter einen Hut zu kriegen. Wir müssen uns bewegen, da bin ich völlig bei Herrn Ritter. Das heißt, es passt nicht alleine vom Stundenplan, sie am Montag oder Dienstag dazu integrieren. Sie sind ja in der Schule, alle müssen was davon haben. Und wenn wir sie der Schule entziehen, gibt es da dann das Theater. Also ein zusätzlicher Tag. Für Mathe ist das gar nicht so schlecht, da gelingt es gut. Und ich werde optimistischer. Das werden am Ende vollwertige Lehrerinnen und Lehrer. Und da kann man auch die Qualität hinkriegen. Und einen Riesenvorteil haben wir müssen es neu machen. Das heißt, die Argumentation, die wir vorhin hatten, dass wir sehr stark gefangen sind in Strukturen einer Uni und das Lehramt dort integrieren und andere Dinge herumbauen, das haben wir jetzt nicht. Wir können das nur komplett neu denken. Und wenn wir das machen, dann kommt da erstaunlicherweise was ganz Brauchbares raus. Und wir haben jetzt die Abfrage, ob wir das auf Physik und Technik erweitern. Und ich werde Frau Feuß noch schreiben. Interner, langer Diskussionsprozess, ob wir das wollen. Ich würde sagen, lass uns das probieren, zumindest mal die Abfrage starten, ob in den Schulen Personen da sind, die das wollen. Und das geht nur aus einem Mix aus solch unterschiedlichen Maßnahmen. Wir sind auf jeden Fall dabei. Wäre auch ein Punkt, wo wir gerne noch mehr anbieten.
Stichwort Digitalisierung. Wir erleben das gerade auch hier in dieser Runde. Es gibt zum Beispiel die Frage von Dennis, Music 10 nennt er sich, im Vorschlag, eine Ausbildung einzuführen, um zu erweitern, ein Modul Digitalisierung an Schulen, also Methoden, Geräte, Einstellungen, Programme, also praktisch die Basis. Professor Tietje, wie wird über solche neuen Strukturen, die möglicherweise wieder was anderes anschieben können, um das hier neu zu ordnen, nachgedacht? Natürlich wird sehr intensiv darüber nachgedacht. Wir haben im Land Sachsen-Anhalt immer noch eine Hochschulstrukturplanung der Landesregierung, die eigentlich vorsieht, unser Institut für Informatik zu schließen. Wir halten das für gesellschaftspolitisch nicht akzeptabel, haben das auch nicht getan und richten jetzt gerade eine Professur Didaktik der Informatik ein, um Lehrerinnen und Lehrer vermehrt didaktisch auch auszustatten, fachdidaktisch mit Informatikkenntnissen, weil wir das für dringend notwendig halten. Insgesamt sowohl Lehrerinnen und Lehrer wie aber auch den sozusagen Support, der im Verwaltungsbereich an Schulen tätig sein muss, akademisch ausgebildet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir machen das, sind dazu bereit. Das könnte deutlich ausgebaut werden. Aber auch dann sind wir wieder bei den Ressourcen natürlich. Aber es ist ein ganz zwingend notwendiges Thema. Frau Gerd, muss man da jetzt verschieben, ganz zwingend irgendwie was verschieben in der Ausbildung, wenn wir über Digitalisierung reden? Auf jeden Fall muss das Thema Digitalisierung weiterhin eine Rolle spielen, aber tatsächlich eher als didaktisches Mittel. Das heißt, wie kann ich mit dem ganzen Thema Digitalisierung besseren Unterricht machen? Was den Support angeht, was die Unterstützung angeht, was die Ausstattung angeht, da sind aus meiner Sicht tatsächlich die Schulträger gefragt. Das heißt, ich brauche eine Lehrkraft, die didaktisch mit dem ganzen Thema Digitalisierung umgehen kann, auch gerade in Richtung Integration, Inklusion, Barrierefreiheit schaffen. Dafür ist die Digitalisierung das beste Mittel und das, glaube ich, haben jetzt auch in den letzten Jahren oder im letzten Jahr viele, viele gelernt. Aber die Unterstützung, ich brauche keine Lehrkraft, um das mal ganz deutlich zu sagen, die ein Computerkabinett einrichten kann oder die in Computer warten kann. Das muss der Schulträger leisten und da brauchen wir dort die Ausstattung. Und beides zusammen, das ist, glaube ich, das richtige Mittel und beides zusammen müssen wir auch denken. Vielleicht ein Stichwort, der auch gefallen ist in dem, was uns erreicht hat an Kritik, an Problemstellungen. Professor Kirsten Puhr hat sich bei uns gemeldet bei den Erziehungswissenschaften und dieser Inklusionsanspruch in der Lehrerausbildung, also dieser Studiengang Lehramt in Förderschulen zum Beispiel. Inwieweit kann man so etwas dann überhaupt noch stärken bei all diesen strukturellen Problemen, die wir jetzt hier haben? Vielleicht Frau Pehle mal. Ist dann irgendwann mal auch in diesem Falle Ende der Fahnenstange erreicht? Muss man sich dann von gewissen Vorhaben trennen? Es ist immer schwierig zu sagen, es muss immer alles bleiben, wie es ist. Aber gerade die Kompetenzen, die im Lehramt für Förderschulamt vermittelt werden, nämlich tatsächlich mit Kindern umzugehen, die unterschiedliche Bedarfe haben und auch unterschiedliche Talente mitbringen. Ich glaube, das ist eher grundsätzlich als Querschnittsaufgabe ins Lehramt einbeziehen muss. Da gibt es ja auch einen leichten Unterschied in der Vorstellung, wie geht man mit Kindern mit Behinderung, mit besonderen Bedarfen um, zwischen der SPD und explizit auch der CDU. Die Förderschulen, die wir haben, sind jetzt erstmal gefestigt, sind für bestimmte Kinder auch tatsächlich aktuell der richtige Weg. Wir halten aber daran fest, tatsächlich Schule in der Perspektive inklusiv zu gestalten. Das bedeutet aber, dass ich nicht nur Lehrerinnen und Lehrer brauche, die besonders Förderschullehramt studiert haben, sondern ich brauche diese Kompetenz an allen Schulen. Und ich brauche auch die Kompetenz bei allen Lehrerinnen und Lehrern, was Digitalisierung anbetrifft. Das ist ein Brückenschlag. Schule verändert sich, die Ansprüche an Schule, wie etwas vermittelt wird, welche Kinder dort in den Klassen sitzen, all das verändert sich. Und im Lehramt einerseits müssen wir darauf eingehen, aber wir müssen es auch beim Thema Weiterbildungsangebote zum Beispiel am LISA eingehen. Deswegen habe ich es ehrlich gesagt nicht verstanden, dass jetzt auch unter Corona-Bedingungen die Angebote zur Weiterbildung im digitalen Unterricht für Lehrkräfte beim LISA nicht exorbitant hochgefahren wurden. Das hätte ich mir gewünscht, weil die Lehrerinnen und Lehrer zumindest nach meinem Dafürhalten standen oftmals
eher ein bisschen ratlos davor. Das Angebot zur Weiterbildung und Mitnahme an der Stelle hätte, glaube ich, den ersten, in Anführungsstrichen, ersten Sprung schon mal ermöglicht. Weil ich glaube schon, dass ganz viele Lehrkräfte gewollt waren und gewillt waren, sich mit der Situation auch auseinanderzusetzen. Aber das, was Frau Gerz sagt, ist da ja richtig. Es geht um die um das Üben, das Erlernen von Techniken, wie ich die digitalen Medien nutze, um zum Beispiel Inhalte rüberzubringen, zu festigen, all das. Und da brauchen auch Lehrerinnen und Lehrer, die schon im Schuldienst sind, ein Angebot zur Weiterbildung. Anders wird es nicht gehen. Und das Thema Inklusion gehört da aber genauso rein. Wir merken das immer mehr, wie viele Kinder besondere Förderbedarfe haben. Und das muss auch in Aus- und Weiterbildung aufgegriffen werden. Herr Professor Ritter, inwieweit spielt das eine Rolle, diese beiden Baustellen, also inklusiver Unterricht, der auch schon vermittelt werden kann hier in der Ausbildung, und die Digitalisierung, wie verändert sich das gerade? An ganz vielen Stellen finden wir das. Es gibt da große Entwicklungsprojekte an der Universität. Es gibt das Carlyle-Projekt und das Dicola-Projekt, die beide BMBF finanziert sind und mit großen Mitteln auch versuchen, Strukturentwicklung zu betreiben. Wir haben einen Vorschlag gemacht, wie wir durch die Umstrukturierung der weitgehend aus unserer Sicht anachronistischen erste Staatsexamensprüfungen auch Kapazitäten im Studium freistellen können, die wir dafür auch nutzen können, das stärker zu, also tatsächlich im festen Studienplan zu etablieren. Da gibt es Diskussionen dazu auf verschiedenen Ebenen, die sind aus meiner Sicht, wäre sehr sinnvoll, die mal ernst zu nehmen, zu betreiben und voranzutreiben. Und darüber hinaus müssen wir aber eben auch sehen, dass Digitalisierung zum Beispiel, ich greife das jetzt mal raus, Inklusion betrifft das in gleichem Maße, ein Thema ist, wo es nicht nur darum geht, irgendwie den Unterricht digital anzureichern, sondern eben auch darüber nachzudenken, was das bedeutet für eine Kultur, die eben traditionell nicht digital geprägt ist, eine Wissenskultur, die eine typografische ist seit 500 Jahren, die sich auch da über einen Medienwandel aus einer Kryptographie herausentwickelt hat, bestimmte Wissens- und Denkstrukturen geprägt hat, die unser heutiges Denken maßgeblich prägen, die die Aufklärung möglich gemacht haben und darüber hinaus eben unsere heutige Kultur hervorgebracht haben und die jetzt in einer Art und Weise zur Disposition stehen und verändert werden, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, wie sich Wissenskulturen, Sprachkulturen, Schriftkulturen, Medienkulturen verändern und was das auch für Bildung, für die Zukunft, für gesellschaftliche Entwicklung und für Bildung bedeutet. Und genau deshalb muss diese universitäre Lehrerinnenbildung auch an der Universität bleiben, an einem Ort, wo sie mit Forschung eng verknüpft ist und wo sie weitergedacht wird, damit sie eben nicht rückwärtsgewandt in einer Art und Weise vorangetrieben wird, nach dem Motto, die Festlegung der Orthographie von 1903, zweite orthografische Konferenz, ist das Maßstab allen Bildungshandelns im Deutschunterricht, sondern die in einer Art und Weise funktioniert, dass wir unsere Studierenden auch fit machen für eine Welt, die in 20, 30 Jahren, wenn die alle immer noch im Schuldienst sind, in 40 und 50 Jahren vielleicht auch noch, 50 ist ein bisschen optimistisch, dann auch noch funktioniert oder wenigstens anschlussfähig ist und wenigstens an die Gegenwart auch anschlussfähig bleibt. Also ich glaube, wir sind da an vielen Stellen sehr naiv, was die Idee der Unterrichtsfächer und der Schule angeht und müssen viel stärker sozusagen das Potenzial, was gerade an der Uni auch da ist, an Wissenschaftsorientierung und an einem Verständnisaufbau von Unterricht und von Zukunft von Schule, dass wir das besser nutzen lernen müssen. Und auch deswegen vielleicht nochmal ein großer Plädoyer dafür, auch das an der Universität zu halten, genau diese Art von Lehrerinnenbildung. Aber unter anderen Strukturen Erfordernissen. Meine Damen und Herren, wir kommen so langsam zum Schluss unseres Quo Vadis Lehrerausbildung 2.0 auf Einladung der GEW heute. Und da wir in 4 Wochen ungefähr ja die Landtagswahl haben, meine lieben Politikerinnen und Politiker, bekommen Sie jetzt praktisch nochmal 3 Botschaften mit auf den Weg hier, praktisch aus dem Klassenzimmer ins Homeschooling. Und ich will mal beginnen mit Professor Tietje. Sie haben jetzt mal einen Wunsch frei. Also sagen Sie der Politik doch bitte, wie Sie sich den Strukturprozess mit der Lehrerausbildung vorstellen, auf den Punkt gebracht, wovon Sie möglicherweise auch sich vorstellen können, Abstand zu nehmen, zu hinterfragen, abzuschaffen, um Platz zu schaffen, auch für neue Ideen. Wie soll das aussehen und welche Leistung kann die Politik dabei bringen? Ja, vielen Dank. Vielen Dank zunächst für die wirklich sehr konstruktiven Beiträge, Diskussionen und die spannenden Auseinandersetzungen. Ich denke, es sind die folgenden Aspekte. Erstens, ich würde mich freuen, wenn wir ehrlich sind und sagen, Lehrerinnenbildung und
das, was wir mit unseren Schulen machen, ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, die auch entsprechend transparent finanziert werden sollte. Es kann nicht sein, dass nicht unerhebliche Teile der Lehrerinnenbildung an der Martin-Luther-Universität, Jens Strackeljahn hat es auch gesagt, über den sogenannten Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, also aus Bundesmitteln finanziert werden und nicht in den Landeshaushalt Sachsen-Anhalt eingestellt sind. Zweitens, genauso wie Minister Tullner es betont hat, würde ich mich über effizientere und effektivere Entscheidungsprozesse und kürzere Wege freuen. Das betrifft auch, wenn ich es nicht beeinflussen kann, die Abstimmung zwischen Wissenschafts- und Bildungsressorts, die dann gegebenenfalls auch zu Lasten der Universität oder vielleicht sogar beider Universitäten geht. Drittens, ich würde mich freuen, wenn wir die Angebote, die wir gerade in der aktuellen Zielvereinbarung Lehrerbildung gemacht haben, im Hinblick auf Themen, die wir diskutiert haben, nämlich Weiterentwicklung der Curricula, Diskussion über die Inhalte von Inklusion und anderen wichtigen Themen im Bereich der Lehrerinnenbildung, Weiterentwicklung Kapazitäten, Förderschule, die Aufstockung insgesamt in Einzelfächern und vieles mehr endlich mal ins Gespräch kommen. Denn diese Gespräche sind, wie eigentlich versprochen, schon längst überfällig. Das liegt nicht an uns, sondern an anderen Entscheidungsträgern, die zum Teil auch hier die Institutionen vertreten in dieser Gesprächsrunde. Und insofern denke ich, ist viel Potenzial da, wenn man auch das hinzunimmt, was Herr Ritter gesagt hat, an inhaltlichen Vorstellungen der Weiterentwicklung. Wir sind dazu bereit, unseren Beitrag zu leisten, im Interesse der Lehrerinnenbildung, unter Wahrung der Gesamtstruktur einer leistungsstarken Universität mit 20.000 Studierenden. Herr Professor Strackeljahn, wir gehen davon aus, auch dass Sie bereit sind, sich zu bewegen in der Lehrerausbildung. Und je mehr Bewegung Sie andeuten, desto größer sind die Wünsche, die Sie an die Politik jetzt richten dürfen. Ja, ich steige jetzt trotzdem mal direkt beim Geld ein und lege dann aber auch nach, dass für das Geld auch etwas kommen würde. Komme aber auch eher mit dem systemischen Fehler, den Christian Diethe eben nannte, die Lehrerbildung. Da müssen wir erstmal das glatt ziehen, was wir hatten. Das sollte tatsächlich jetzt sicher in die Grundhaushalte. Da muss es rein. Das kann der Landtag auch relativ einfach entscheiden. Und diejenigen, die eine Koalition im Land aushandeln, sollten sich das einfach mitnehmen, dann kriegen wir ein bisschen Luft. Auch ein Ministerium, übrigens, wir haben auch intensiv darüber diskutiert, ich halte das auch für sinnvoll, dass eine Ministerin, ein Minister für Wissenschaft Freiheitsgrade hat, nicht immer gleich zum Finanzminister, der Ministerin gehen muss. Da haben wir intensiv drüber gesprochen. Das wäre also das erste Wunsch. Ich will es auch holen, vielleicht ist es dann ein bisschen stärker. So, jetzt zu den inhaltlichen Dingen. Wir würden anbieten, dass wir eine Öffnung von Fächerkombinationen, die im Augenblick in Magdeburg künstlich sind, die jetzt nicht passen. Und ich habe noch vor ein paar Jahren gehört, Deutsch ist da im Überfluss da. Jetzt merken wir, das ist durchaus ein Fach, in dem wir auch was ausbilden können. Wir bleiben in unserem Profil. Wir würden die Seiteneinsteiger nochmal auch intensiver machen oder intelligente Modelle, in dem vielleicht auch nur Master, haben wir zum Beispiel im Bereich der Pflegewissenschaft, Gesundheit und Pflege, auch fürs Berufsschullehramt, da kooperieren wir mittlerweile auch mit Wolfenbüttel, da ist so ein bisschen diese zentrale Idee schon da, weil es einfach zu kleine Kohorten sind und auch bleiben werden für einzelne Standorte. Da muss man intelligent gehen. Da gehen ein paar nach Niedersachsen zurück, aber es bleiben auch welche bei uns. Und wenn wir es nicht machen würden, wäre es an beiden Standorten überhaupt nicht möglich, die Studierenden am Ende zu haben. Also das halte ich für notwendig. Und mein Wunsch, wir haben eine so kritische Situation, dass die KMK-Vorgaben, die vorhin genannt wurden, es ist extrem stark reglementiert. Aber die KMK-Vorgaben, die Erfahrung der Digitalisierung, die aus Corona jetzt bei uns auch entstanden sind, umsetzen, vergehen wieder Jahre. Einfach ein bisschen mehr Freiraum, in dem wir agieren können. Und es ist so unsinnig, wenn wir Berufsschullehramt, Sport zum Beispiel, ist so gut wie keine Fachdidaktik im Master. Deshalb kriegen die einzelne Kurse. Da haben wir dann 4 oder 3, die diese Ausbildung machen müssen, ein eigenes Seminar kriegen. Da müsste man die etwas intelligenter über die Schulformen übergreifend Dinge machen können. Dann wäre es auch einfacher. Also ein paar Dinge in die große Politik, einiges ans Land. Und wir wären dann auch bereit, deutlich offener an die Stelle noch anzugehen. Also Gesprächsangebote sind da. Dankeschön, ja. Professor Strackeljahn. Frau Gerdt, Sie dürfen das alles mal schön zusammenbinden jetzt.
Also als erstes wünsche ich mir, dass in Magdeburg zu den Fächern auch wieder Englisch dazu kommt. Das hat nämlich der Bericht der Expertenkommission schon, ich glaube, 2018 dazu gesagt, dass zu jedem Berufsschullehramt natürlich auch irgendwie das Fach Englisch gehört. Das ist das eine, vielleicht ein kleiner Wunsch. Ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass vor lauter Politik und Wahlkampf und unterschiedlich besetzten Ministerien die Sachpolitik endlich mal wieder Vorrang gewinnt und dass wir vor allen Dingen über Sachpolitik reden in Zukunft. Wir haben das heute, glaube ich, gut gemacht. Es war eine gute Diskussion. Es ist ganz viel zur Sprache gekommen. Aber das ist sozusagen das, was wir uns auf jeden Fall wünschen. Ansonsten wünsche ich mir, dass unsere Broschüre gut gelesen wird. Da stehen eine Menge Sachen drin, die unter anderem auch mit Weiterentwicklung der Lehrämter zu tun haben, also zum Beispiel das Stufenlehramt oder eben auch Weiterentwicklung des Grundschullehramtes. Und ich wünsche mir, dass diese Diskussion eben tatsächlich weitergeht, dass wir sozusagen nicht nur in Vorbereitung der Landtagswahl, sondern auch in Auswertung der Landtagswahl hier an dieser Stelle weitermachen. Paar Stichworte noch, Erhöhung der Ausbildungsquote, das habe ich, glaube ich, deutlich gesagt. Bessere Bedingungen für die Lehrkräfteausbildung, also tatsächlich unbefristete Stellen, Dauerstellen für Daueraufgaben, eine bessere Zusammenarbeit aller Beteiligten und vor allen Dingen schnell, am besten jetzt, am besten sofort alles das jetzt in die Wege leiten und auf jeden Fall mehr Lehrkräfte auszubilden. Die Schulen waren schon vor Corona am Limit. Das ist jetzt alles ein bisschen verdeckt. Wir diskutieren jetzt ganz viel über andere Sachen, über ganz konkrete, die uns in den Schulen beschäftigen. Aber dass sie am Limit sind und dass wir einfach zu wenig Lehrkräfte haben und dass alle unzufrieden sind mit der gegenwärtigen Situation, das ist, glaube ich, unser großes Problem. Und da wünsche ich mir, wie gesagt, schnelle Abhilfe. Die Lehrkräfteausbildung ist ein Punkt davon. Wir müssen ganz viele andere Schritte auch noch gehen. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und wenn ich noch was sagen kann, Dank an die Uni Halle für diesen eigentlich wunderschönen Raum hier und dass wir in der Lage sind, diese Sache so gemeinsam zu machen, gemeinsam natürlich mit unserer GEW-Hochschulgruppe hier in Halle, die das Ganze organisiert haben und dass wir zu dieser guten Diskussion gekommen sind. Und auch Dank an Sie. Sie haben das, glaube ich, ganz gut gemanagt, sich hier durchzuwursteln. Wenn die richtigen Entscheidungen rauskommen, die uns und den Lehrern, den Schülern, unsere Schulen voranbringen, dann sehr gerne. Herzlichen Dank hier in das Klassenzimmer, in die Aula. Wir senden herzliche Grüße ins Homeschooling. Nehmen Sie das gern als Botschaft mit, auch für die Zeit und gerade nach die Zeit nach der Landtagswahl in 4 Wochen. Herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit geschenkt haben. Und ich glaube, wenn wir alle aus diesem Veranstaltungsformat hier etwas mitnehmen und dann etwas auf den Weg bringen, auch mit den Strukturen neu zu denken und anders zu denken, dann glaube ich, ist eine ganze Menge draus geworden. Herzlichen Dank soweit und Ihnen einen guten Tag.